Die Mystery-Boxen können geöffnet werden. Das ist auch schon wieder lange her, dass wir hier waren. Ja. Beim letzten Mal habt ihr ja wieder Adopt Me-Eggs ausgepackt, ne? Mhm. Ohne mich. Glücklicherweise ohne dich, deshalb hatten wir so viel Glück. Merke ich mir. Hat sich gelohnt. Ja! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Wir haben mit Daniel heute hier ein paar Rainbow Friends Mystery-Boxen. Ja. Und alle Mystery-Boxen sind noch nicht auf dem Tisch. Zwei haben wir, die sind unterm Tisch. Die können wir aber noch nicht zeigen, weil, ja, zeigen wir euch gleich am Ende. Schöne Überraschung. Ganz kurz, das sind keine offiziellen Mystery Boxen. Die habe ich extra für uns heute für diese Challenge zusammengebastelt. Bin so lieb, dass du das gemacht hast. Ich weiß. Wahnsinn. Ja. Hast du bestimmt richtig Zeit gelassen. Nö, eigentlich nicht. Ja. Ja. und ja sagen können. Ja, habe ich voll. Und ich habe auch ein paar Rainbow Friends Spielsachen bestellt und die sind jetzt hier drin, aber wie gesagt, ist nichts Offizielles. Nur zur Info. Also bevor ihr fragt, gibt es diese Mystery Rocks, das habe ich alles selber zusammengebaut. So, Danja. Ja. Dadurch, dass ich so ein bisschen vielleicht kenne, was so ein bisschen der Inhalt ist, darfst du die ersten drei Mystery Boxen mal öffnen. Die ersten drei, okay. Ich nehme direkt die hier vorne. Ja, wir machen vielleicht ein bisschen Platz. Ne, das, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben, 10, 11 oder so? Ich weiß es nicht. So, das ist Mystery Box Nummer 1. Und was befindet sich da drin? Ich sehe da schon auf. Jetzt mach schnell. Guck mal, ich habe sogar extra so... Bausteine. Ja. Oh, das ist orange. Und hier haben wir... Orange als yellow. Orange als yellow. Ja, ihr werdet sehen, heute wird es ein bisschen wild bei den Rainbow Friends. Also das ist orange als yellow anscheinend. Was? Da ist noch was drin? Ja, hier ist noch purple. Okay, das wusste ich nicht, dass ich das mit reingeholt habe. Okay. Ist aus Versehen reingefallen. Ja, kann sein, kann sein. Vielleicht ist purple auch da reingesneakt. Ja. Der hat sich einfach ein Vent gesucht. Da unter den Karten ist auch eine, für diese Bausteine kann man die zusammenbauen. Ja. Eine Anleitung. Keine Sorge, ich nehme gleich die Kamera in die Hand und dann machen wir das so. Aber ich wollte auch mal kurz sitzen, okay? So, das ist Orange, den du jetzt zusammenbauen kannst. Ja, soll ich es mal ohne Anleitung probieren? Oder soll ich lieber direkt die Anleitung? Ich würde mit Anleitung. In der Zwischenzeit hole ich mal die Kamera da. Ja, wo ist denn die Anleitung? Da unter den Karten siehst du bei Harry. Harry! Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Ja, ich baue jetzt mal zusammen. Also ich sehe zuerst wohl die hier so zusammen. Und hier haben wir nochmal die anderen beiden. Purple und Orange Yellow. Ne, ich habe frische Nägel. Das geht nicht so ich wollte gerade sagen, was ist da denn los, bitte? Ja, das geht nicht so gut mit dem Aufheben. So, jetzt mir die Plattendinger brauchen. Also wenn das jetzt nicht die ganze Zeit zusammenbauen, aber zumindest hier mal die ersten paar zeigen, wie das dann aussehen würde. Ja, aber die Boxen sind schon süß, oder? Ja, ich finde, das hast du richtig schön gemacht, Karl. Ja, die habe ich gekauft, hallo? Ja, aber dass du es halt so gemacht hast. Jetzt mach! Ja, ich mach ja schon jetzt. Ist aber auch mal, jetzt stress mich nicht. Ich mach ja schon, was ich kann. Aber das passt hier nicht so richtig. Ja, könnte sein, dass das nicht so ganz einfach ist. Das ist locker. Ja, jetzt beschwer dich nicht! Kahn, was hast du hier gekauft, Mann? Wie würde es denn aussehen? Naja, es würde schon, wenn man es halt hinlegt, geht's bestimmt, aber... Jetzt mach... Mann, guck dir das doch mal an! Dann lass das doch, du musst doch nicht, das ist doch die Unterseite, die musst du nicht dran. Ich kann, Orange. Ich will aber, dass das richtig ist. Jetzt hast du hier die Anleitung weggenommen, Mann. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Ich glaube, das sind so einzelne, die jetzt einfach davor kommen immer. Komm, einfach sollen so ein bisschen... Gehen die denn drauf? Die passen ja. Ja, die passen doch. Das sind nur die unten drunter. Ja, vielleicht ist das extra so. Ist ja orange. So, also hier sind die so ein bisschen verteilt da drauf auf dem Bild. Aber ich mach die jetzt mal einfach ganz easy hier drauf. Ja, du kannst die, glaube ich, so drauf machen, wie du willst. Ja, genau. Also das, ist ja nur eine Anleitung. Aber die Anleitung heißt ja nicht, dass du das so machen musst, ne? Ja, ist ja klar. Ist ja gut. Aber wie der jetzt zusammengebaut wird, steht ja eigentlich. Ja, aber das siehst du doch eigentlich. Was ist das? Weiß ich nicht. Ja, siehste? Jetzt mach doch erstmal! Ja, was? Mach doch erstmal. Ja, da kommt der Kopf drauf, so. So, dann die Arme daran. Ich glaube, das sind die Hände. Huh, da sind noch Hände dabei. Ja, vielleicht sind das die. Hier, hier. Ja, sag ich doch. Oder deshalb sind die das hier die Arme, glaube ich. Oder ich glaube erst das hier. Was hier? Oh, wir sind total überfordert. Alter, das ist voll schwer, Mann! Ja, das ist nicht einfach hier Adopt Me Eggs auspacken und gut ist. Ja. So ein bisschen arbeiten hier. Ich arbeite. Bei der Arbeit. Schwer beschäftigt. Bitte nicht stören. Danke.
Es tut mir leid, ich check das nicht. Was ist denn das hier? Das ist mir unverständlich. Was ist denn das? Was ist denn das? Wie funktioniert denn das? Ja, jetzt mach so grob. So, siehst du? Mann, ich mach doch schon. Jetzt mal auf mich hier immer so zu schauen. Guck, du hast es doch hinbekommen. Ich glaube, das ist einfach übrig. Ja, kann sein. So, und dann haben wir hier und jetzt... dann chillt er hier hinten so, was auch immer das ist. Ja, vielleicht bei seinem Essen. Kann ja sein. Ja. Also hier haben wir auf jeden Fall Orange. Okay, sehr gut. Schön, Karl. Also das war doch mal eine schicke erste Kiste. Ja. Muss ich ein bisschen bauen. Und Yellow ist müde. Ist okay. Also Orange, Yellow ist müde. Okay. Soll ich die nächste auspacken? Ja, du darfst noch zwei weitere direkt auspacken. Ja, ich nehme jetzt mal eine grüne. Und jetzt mal die hinterste. Nee, die will ich nicht. Wieso denn nicht? Doch, die nimmst du jetzt. Du hast sie jetzt angepackt. So, was haben wir da? Pink! Welchen Pink? Pink! Pink und Pink! Pinky Pink! Pink Pink! Das ist ja cute! Ja, okay, das ist auf jeden Fall fanmade. Wir wissen ja, in Chapter 2 gibt es diese Rainbow Friend noch nicht. Ja, sieht aus wie ein Axolotl. Ist das mal aufgefallen? Axolotl sind niedlich. Und ich glaube, das ist hier das hier, A1. Soll ich zusammenbauen? Ja, brauchst du jetzt nicht, wir sehen es ja. Okay. Also wir haben es ja hier gesehen, ungefähr so sieht das aus. Also wenn du willst, kannst du eins zusammenbauen. Ich versuche mal gleich mein Glück. Ja. Du kannst aber gerne ein drittes erstmal noch öffnen. Mhm, dann mache ich mal noch eins auf. Aber die anderen können wir erstmal auf den Boden packen. Okay, let's go. Oh. Wer ist es? Es ist eigentlich... Es ist, aber es ist auch purple. Ja, irgendwie auch so ein es bisschen. Aber es und gibt es auch Bausteine da drin? Oder diesmal nicht? Nein. Okay, dann haben wir diesmal nur Cyan. Cyan. Pink. Aber ich hab, und Yellow Orange. Ja, also ich habe hier schon einige gute Figuren ausgepackt, muss ich sagen. Ja, sieht gut aus. Strong. Ja. Strong. Okay, dann wechseln wir einmal. Ja. So, jetzt. Setzen Sie sich. Jetzt ist auch mal der Star dran. Ja. So, ich schnapp mir hier erstmal was Grünes. Das mittlere hast du dir genommen. Guck mal, sieht richtig toll aus. Wundervoll. Sieht richtig toll aus, ne? Schick, ey. Voll schön, Mann. Ja. Ich weiß nicht, das auf. Ui. Ich habe zwei davon. Was da drin? Und ich habe diesmal Purple. Purple, aber Blue. Purple, Blue ist das so ein bisschen. Blue, Purple. Blue, Purple. Ja. Ich habe hier einmal Red. Den baue ich gleich zusammen. Das ist der Chef. Und das ist, glaube ich, das ist Blue als Yellow. Ja, 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 also hier ist aber auch eine Verwirrung. Wir haben bisher, glaube ich, nur Orange als Orange. Aber der Rest ist alles ein bisschen verwirrend, muss man ja. Wobei, Red, wir haben Red. Wir haben Red und Purple ist hier anscheinend. So, dann versuchen wir das mal zusammenzubauen. Ich habe keine. Red. Ach, guck mal hier. Das? Siehst du, guck hier, direkt der Kopf. Wundervoll. Und schön mit dem Kittelchen auch. So, kommt das hier direkt dran oder wie war das jetzt? Ja, genau. Andersrum eigentlich, aber. Wie andersrum? Ja, so mit dem. Ja. So? Ja. Ah, okay. Ach so. Kommt jetzt noch ein, ist gar nicht so, dass ich gar nicht weiß, was ich... Warum muss man alles so zusammenbauen, Mann? Ja, kann, weil du Bausteine gekauft hast, deshalb musst du das zusammenbauen. True. So, dann haben wir hier als erstes haben wir hier Red. Jo, hallo Red. Und dann kann man das hier noch so ein bisschen wild zusammenbauen. Ich glaube, das kann man eigentlich zusammenbauen, wie man möchte dann, ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Du kannst immer alles zusammenbauen, wie du möchtest. Ja. Die Frage ist halt, ob dann das rauskommt, was rauskommen soll. Ja, ist erstmal nicht schlimm. So, ich glaube, man kann hier noch eins drauf. So. Wie wir es hier machen? Hallo. Hübsch, ne? Also es soll auch Purple geben anscheinend. Mhm. Aber ich sehe Purples Augen gerade nicht. Siehst du? Ah doch, hier, guck. Ich glaube, hier soll so Purple rausgucken. Ja, natürlich. Mhm. Hier ist dann so klar, dass Purple halt hier ist. Glaube ich. Mhm. Ja, und dann kann man das hier noch ein bisschen weiter zusammenbauen. Aber ich krieg's mal wieder nicht vernünftig hin. Guck doch einfach auf die Anleitung. Ja, mach ich doch gerade. Entspann dich doch mal. Ich bin vollkommen entspannt. Ich bin die Entspannung in Person. Mach jetzt alle! Das war nicht richtig, aber ist okay. So. Ich weiß, ist jetzt nicht ganz richtig, aber ist okay. Ich denke, man kann es erkennen. So. Und hier ist dann Red. Und ein Rainbow Friend. Süß. Cool, ne? Cute. Mhm, ich weiß. Gut gemacht, Kahn. Ich weiß. So, dann haben wir hier noch Blue. Können wir mal hier zur Seite packen. Ja. Und dann haben wir hier noch Purple. Guck, pack mal weiter aus. So, ich gehe rüber zu Blue und schnapp mir hier auch so eine Blue Mitte. Box. Und wir haben... Wer ist das? Ich glaube, das ist Green. Wir haben Green gefunden. Das ist wirklich Green. Green in einer Blue Box.
Green und noch Green! Also diesmal passt es. Ja, auch Green als Green. Ja, also diesmal passt Green wirklich. Also Green komplett in der Blue Box drin gewesen. Und ein bisschen Fun-Mais anscheinend. Clay-Mais. Fun-Mais. Clay-Mais, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir Green. So, ich würde noch eine dritte Box öffnen, wenn es okay wäre. Nee, ist nicht okay. Doch, ist okay. Ich nehme nochmal Blue und die drei kannst du öffnen. Yes. Die öffnen wir gemeinsam. Oh, guck mal! Ich habe Blue. Und den kann man diesmal zusammenbauen. Sehr, sehr cool. Ist also, Blue der beliebteste Rainbow Friend eigentlich? Könnt ihr mal in den Kommentaren abstimmen. Also ich würde jetzt mit Sion, würde ich sagen, ist schon momentan sehr beliebt, weil er halt auch sehr süß aussieht. Sie. Aber Blue ist... Sion ist eine Sie. Ach, sie. Ja. Und ich habe Blue. Warte mal, der sieht ein bisschen mitgenommen aus. Ja. Ich glaube, der sieht voll mitgenommen aus. Guck mal, der hat voll einen von Latz gekriegt. Hast du ihn überfahren? Hatte einen Unfall. Kann einfach Blue überfahren. Blue hatte einen Unfall. So, okay. Ich würde sagen, die letzten drei plus die zwei, die noch unterm Tisch sind, packen wir jetzt gemeinsam auf. So, okay, wir haben noch drei. Du darfst jetzt gerne zwei öffnen. Mach die da direkt auf. Mach mal. Was ist es? Ich habe noch eine Version von Pink, aber es ist Blue. Es ist Blue, aber Pink. Pink Blue. Ja, ich habe Pink Blue. Der sieht auch mal richtig reinzeigen. Guck mal, der sieht auch ein bisschen mitgenommen aus. Der hat ein mieses Auge. Zeig mal. Du hast so voll eine reingedroschen. Kann sein. Vielleicht hat er schlechte Laune. Aber wirklich? Kann sein, weil er hat wirklich schlechte Laune. Eieieiei. Okay. Okay, das glaube ich alles, was wir Ja, dann haben wir hier noch zwei. Komm, die machen wir mal gleichzeitig auf. Und hier drin. Vielleicht wollte ich aber das. Nee, ich will das. Ja, Mann! Und ich habe hier drin. Oh, ich glaube auch Fanart. Das sollte eigentlich yellow werden. Oh, ist ja jetzt hier so in Sion. Aber das sollte eigentlich yellow werden. Ich habe hier auch ein yellow. Und der war eigentlich pink, glaube ich. Ja, ich glaube, irgendwie so. Also ganz wild. Wild. Cutie. Ganz wild. Sind alle so ein bisschen so Hartgummi ist das. Ja, ja, also. Man kann es ein bisschen bewegen. Ja, so ein bisschen. So, okay, das war bisher in den Mystery-Boxen drin. Plus diese Bausteine. Ich weiß, ihr könnt das gerade alles nicht sehen. Holen wir alles hier hin. So, dann haben wir aber noch zwei dann, ja? Hol die mal raus, komm. Überraschung. Überraschung. Die werdet ihr erkennen. Überraschung. Wir haben einmal Red. Und? Soll ich das einpacken? Es ist doch schon auf dann, ja? Es ist doch schon auf. Und Blue. Also nicht riesengroß, aber schon... Aber Red sieht jetzt schon wirklich wie Red aus. Ja. Blue so ein bisschen. Blue, ich muss sagen, Blue hat heute echt einen harten Tag. Also... Der hat immer einen harten Tag. Also ja. Blue muss ja jeden Tag arbeiten. Kann ich mal Red sehen? Ja, bitte. Bitte. Hier hast du Blue. Ja, doch, sieht schon gut aus. Eieieiei. Also der hat echt einen... Also Blue hat echt einen von Laden gekriegt. Kannst du mit nach Hause sieht nehmen. Sieht akkurat aus. Nee, danke. Kannst du hier behalten. Ja, werde ich auch. Am Ende habe ich Angst, dass der mich auch noch zu einem Rainbow Friend verwandelt. Ach, ich glaube, mit deiner Arbeitsmoral, das wird nichts. Was willst du von mir? Was soll denn das jetzt hier? Jetzt gibt es hier aber gleich mal Stress. Stopp. Nee, wenn die Rainbow Friends auch fies sind, sind sie eins. Sie sind pünktlich. Na und? Ich Was war noch und? Auch pünktlich. Heute. Ja, wir hatten ja auch keine Uhrzeit vor. Um 18 Uhr ungefähr. Ja, und? Da zu spät zu kommen, das wäre schon eine Kunst. Leute, das waren die Mystery Boxen hier von den Rainbow Friends. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wusste schon so ein bisschen, was drin ist. Wie gesagt, ist nichts Offizielles. Ne? Alles Fanart sozusagen. Ja. Was machst du da? Ich darf mich nicht lass es, anklären. Lass es bitte. Mach alles jetzt hier nicht kaputt. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Das waren die Rainbow Friends und die Mystery Boxen. Ja. Tschö. Tschö. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Real Life Challenge hier aus meinem Studio mit da_Danja. Und ist fantastic. Ja, danke schön. Ich hoffe, wir würden uns nur so ansprechen. Ey, da_Danja, wie geht's dir? Ey, ist fantastic. Alles fit? Leute, wir haben heute 6 Minecraft Mystery Boxen. Ja. Und da gibt es insgesamt 12 Minifiguren. Mal gucken, ob wir heute 6 unterschiedliche bekommen. Mhm. Die sind in so einer Box drin, wo man sie auch wirklich wie bei Minecraft sozusagen. Man muss sie rausherbeißen. Ja, oder rauscraften. Ja, es ist zwar, macht keinen Sinn, aber ihr versteht schon, was ich meine. So, wir werden uns das mal direkt anschauen. Vieles dazu gar nicht zu sagen, außer anscheinend, dass sie von Treasure X sind, glaube ich.
Ja, du darfst gerne anfangen. Okay. Du packst als erstes zwei aus. Okay. Und dann ich zwei, dann eins, eins. Darf ich mir aussuchen, welche zwei? Du darfst sie gerne aussuchen, ja. Ich nehme das hier. Ja, dann mach mal ein bisschen Platz. Das nehme ich mal als erstes. Yes, let's go. Falls du eine Schere brauchst, ich hatte hier irgendwo eine. Ich glaube, es geht ohne. Ja, wird doch ein Kann bisschen schwierig. Kann ich auch aufreißen? Oder du darfst aufreißen, natürlich darfst du aufreißen. Mit Gewalt ist okay. Ich hoffe nur, da war keine Anleitung oder so. Ja, die ist ja da oben. Ja. Oh, guck mal, das ist wie eine Werkbank. Okay, das sieht schon krass aus. Oh, das sieht ja cool aus. Das ist eine Werkbank. Voll gut, ne? Okay, ich glaube, das sind deine... ja, das sind die Werkzeuge wahrscheinlich. Okay, und hier ist der Block. Könnte vielleicht so ein Eisenblock sein. Also ich mache das hier erstmal auf. Ja, was haben wir da? Boah, eine Diamantspitzhacke. Ey, das sieht richtig gut aus. Und dann haben wir hier noch so Herzen. Ja, ich glaube, da ist was drinne dann, ja. Ja, da sind Herzchen drin. Keine Ahnung, was das ist. Ich frage mich gerade auch, was das sein könnte. Weiß es ehrlich das gesagt. Wir werden es wahrscheinlich Amboss ist es nicht. Und dann halt diese Spitzhacke. Ja, so, und damit musst du das jetzt aufmachen. Ja, so ja nicht. Ja, erstmal glaube ich so. Wahrscheinlich. Okay. Ich versuche es jetzt erstmal so einfach zu machen, ne? Meinst du, so ist richtig? Ich glaube, so ist es auch nicht richtig, oder? Doch, ich glaube schon. Meinst du? Doch, ja, so doch. Ist richtig. Okay, was ist da drin, Danja? Was ist da drinne? Hier ist dann so ein Säckchen drin mit Gottesand. Okay, so. Ey, das ist richtig cool. Okay, jetzt musst du vorsichtig sein. Da könnte jetzt, glaube ich, Sand vielleicht drin sein. Ja, hier ist auch Sand drin. Ich guck, ob eine Anleitung steht, wie man das am besten machen soll. Okay, nee, man soll es einfach da reinkippen, steht da. Ich hatte eine Schere, Danja. Schneidet richtig gut. Ist die neu? Weiß ich nicht. Ist hier im Büro. Ikea Qualitätsschere. Okay, so, dann ab damit jetzt in den Block. Dann, ja! Sag Ach, nicht das, zu viel. Das, Ach, das ist Schleim. Das ist Schleim, das ist gar kein Sand, hä? Okay, es kann, es steht auch, entweder ist es Ooze oder ist es Sand. Also es könnte auch Schleim sein, tatsächlich. Ja, also das ist Schleim, definitiv ist das Schleim. Hä, Schleim! Nice. Minecraft-Schleim einfach. Hä, wie nice, guck mal. Einfach ein Slime-Video kann. Hast du es vermisst? Schon ein bisschen. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Da jetzt rauszubekommen könnte, ich glaube, das, ja doch, ist einfach. Einfach aus dem Schleim befreien. Ja, einfach da rausfriemeln. Ist die Frage, der was das... Der ist aber sehr klebrig, also da müsste ein bisschen Kontaktlinsenlösung können. Oh, die Expertin. Ja, die dreimal, die ich mit der Schleim gemacht habe. Ja, kannst dir gleich die Hände waschen. Ich will halt die Dinger davon befreien und dafür wäre es natürlich gut, wenn ja, wir können die ja gleich unter Wasser halten sonst. Ja, also es ist ein sehr, sehr klebriger Schleim. Und hier kommen, glaube ich, dann diese Herzen dran. Dann kann man das so zusammenbauen. Also für den Sand macht es voll Sinn, das da rein zu tun. Für den Slime macht es nicht so viel Sinn. Das hätte man, glaube ich, auch einfach auf den Tisch packen können. Einfach Undercover-Slime-Video geworden. Ey, ich schwöre. Hm? Ich glaube dann ja, es ist diese Figur hier. Aber was ist das für eine Figur? Ist das was aus der Hölle? Kann sein. Könnte sein. Sieht halt aus wie ein Dude, ne? Aber was ist das hier am Rand? Sind das Flügel oder Blitze? Ja, das sind Flügel, glaube ich. Oder Blitze. Ah, okay, ja, stimmt. Und dazwischen kommen die Herzen rein, das stimmt. Ey, ich hätte echt nicht gedacht, dass so viel Schleim rauskommt. Ja, ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt mit Sand gerechnet und ich bin schwer verwirrt. Und den Tisch müssen wir wahrscheinlich auch abputzen. Okay, gut. Dann bauen wir das mal schnell zusammen. So. Wir haben jetzt mal ein bisschen versucht, von dem Schleim zu befreien. Das war gar nicht so einfach. Nö. Weil der ganz schön klebt. Und jetzt müssen wir das zusammenbauen. Wie gesagt, es kann vielleicht was aus der Hölle sein. Ich weiß es gerade auch nicht. Aber es ist ja eigentlich Oberwelt steht hier. Das ist ja eigentlich alles aus der Oberwelt. Ja. Ich das jetzt richtig rumgemacht? Ja, oder? Ich glaube schon. Jetzt fehlt nur noch der Kopf. Den also die Herzen, die kommen immer hier zwischen, Leute. Mhm, genau. Sie sind immer so Plättchen. Aber die müssen ja auch rein, damit die Figuren auch Leben haben. Ja. So, und dann wird das hier so reingesteckt. Also ein bisschen Kraft braucht man auf jeden Fall. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, Danja. Ja. Ich glaube, das ist richtig. So, und damit haben wir die erste Figur. Aber Real Talk Frage, was ist das hier? Vielleicht zum Aufstellen? Das passt ja gar nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Hier steht irgendwas, das da. Das ist, glaube ich, so eine Wasserpipette. Und dann kann man mit Wasser... Ja, auf jeden Fall ganz wild. Ach, guck mal, hier kann dann auch Wasser zum Beispiel rein. Ja, aber was mache ich dann mit denen, wenn die Wasser haben? Ach, guck mal, hier Aquastick steht auch hier. Ja, ich weiß auch nicht, was mit Wasser damit gemeint ist, aber wir haben zumindest die erste Minifigur. Yes. So, okay, Danja, dann mach doch mal direkt Nummer 2 auf, direkt. Hier ist ein Diamant drin.
Jo! Das ist wirklich ein Diamant. Ja, Diamant. Mit Schleim sogar. Ein schleimigen Diamant. Oh mein Gott. Let's go. Okay, alles klar. So, das war... Ja, Nummer 1. Surprise Pack Nummer 1. Okay, wir haben jetzt diese Figur hier. Ja. Alles klar. Dann ja. Dann such dir mal Nummer 2 aus. Gewichtsmäßig sind die halt gleich, ne? Ja, ich glaube auch. Ich nehme das hier. Okay, dann öffne doch mal Nummer 2. Ich werde es zerreißen. Zerreiß es! Es hat nicht so viel gebracht mit dem Zerreißen, wie ich mir erhofft habe, aber... Also, oh, guck mal, ist das jetzt ein anderer Block? Wieder... Nee, ist der, nee, doch, ist ein anderer Block. Guck, der, ich glaube, das war wirklich ein Eisenblock. Ja, der ich glaube, das war jetzt, das ist jetzt ein normaler Grasblock. Ja. So, mal gucken, was du dafür brauchst. Okay, also da ist wieder das, was man so aufhacken kann. Und hier habe ich halt auch wieder dieses Wasserteil. Mhm, ist auch wieder Diamant, ja. Ja. Okay, also brauchen wir das eigentlich nur einmal. Ja, und dann kann ich das hier halt wieder kaputt machen. Sehr gut. Okay, meinst du, es ist Slime oder ist... Ich sag, es ist Sand diesmal. Meinst du? Ja, weil es ist auch... Na, was fühlt es sich an? Könnte Sand sein. Okay, Schere... Hier. Es hört sich auch nach Sand ein bisschen an. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall anders an. Also man muss es nicht so sehr schieben wie das andere. Das ist Sand jetzt. Okay, sie riecht dran. Okay, das ist deutlich einfacher, glaube ich. Ja, also aus Sand was rauszupriemeln ist, ja. Voll gut. Was ist das? So Diamond einfach. Ist das Diamond, Steve? Selten? Alter, das ist einfach Diamond. Was? Oh mein Gott, was hab ich heute bitte für... Ey, was ist denn los, Daniel? Komm, schnell zusammen, baust zusammen. Wir müssen uns jetzt... Oh mein... Du hast einfach Diamond, Steve. Du hast Steve mit einer Diamond-Rüstung. Oh mein Gott, jetzt ist hier noch echtes Gold drin. Hier kann man einfach echtes Gold... Ja, schau mal rein. Ja, ist es nicht. Nein, es ist kein... Okay, es ist ein Steinschwert. Ist ein normales Schwert. Vorher hatte ich einen Diamant da drin. Let's go! Wir haben einfach... Also du! So krass. Mit Sand ist das definitiv einfacher, das stimmt. Ja, da muss ich es auch nicht alles danach nochmal sauber machen. Oh Leute, let's go! Kann ja auch mit dem Ding hier drin suchen. Das soll man eigentlich auch, glaube ich. Ja. Okay. Okay, dann bauen wir zusammen. Du brauchst wieder die Herzen, aber du kannst auch die Herzen von hier noch nehmen. Ja, die liegen ja noch da rum. Ey, sehr gut, Daniel. Let's go. Was für ein Luck einfach. Ich glaube, ich sollte heute irgendwie Lotto spielen. Das soll man natürlich nicht, sollte man nie tun, aber... Ja, das sagt man ja so. Das ist jetzt einfach nur, weil man es so sagt. Bau jetzt zusammen! Mann, das ist voll schwer. Warum hast du den denn schon gefunden? Let's go! Ey, so Glück. Jetzt kannst du auspacken, Kahn. Ich bin voll gespannt. Oh, ey, ich will das auch. Also, wir haben bisher zwei unterschiedliche Minifiguren. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt bin ich dran, Danja. Gleich kriegst du ja Gold. Das wäre super. Los! Ist das Mikro überhaupt an? Ja. Okay, gut. Das wäre jetzt echt ärgerlich gewesen. Okay, Danja. Ja? Du hast heute so viel Glück. Ich will, dass du mir jetzt eins aussuchst. Ich? Ja, bitte. Sag mir, welches ich nehmen soll. Ey, Danja, heute brauche ich dein Glück. Los jetzt. Das. Okay, let's go. Aber ich habe halt heute schon so viel Glück gehabt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal haben kann. Doch. Sei leise. Weil eigentlich hast du ja das Glück, weil du hast ja... Okay, ich glaube, den Block, den hatten wir schon mal. Ja, das ist wieder so ein Steinblock. Ja. Komm schon. Okay, ich habe wieder meine Werkzeuge. Mhm. Natürlich auch meine Diamantspitzhacke. Ja. Okay, das ging bei mir jetzt deutlich schneller dann, ja? Ja, aber ich bin auch ein bisschen Pro, ne? Ich bin ja kein Noob, so wie du. Naja. Okay, ich glaube... Ich glaube, wir haben wieder Schleim. Was ist wieder Schleim? Also, das wirkt nach Schleim. Ja. So. Jetzt ist die Frage, ob ich das direkt hier raushole oder... Das muss eigentlich hier rein, ne? Ja, das muss schon da rein. Das muss schon da rein. So, let's go. Ich glaube, Danja, wir haben... Ja, ich glaube, ich habe genau die gleiche Figur nochmal. Wirklich jetzt? Ich glaube, ja. Es ist die gleiche, ne? Oh, tut mir leid. Oh Mann, Danja, ich habe gesagt, du sollst mir Glück bringen. Es tut mir leid. Das ist nichts, was man... kann. Okay, okay. Also wir haben nochmal die gleiche Figur. Die werde ich jetzt nicht nochmal zusammenbauen. Ja. Die haben wir ja schon mal einmal zusammengebaut. Dann kannst du ja direkt mit der nächsten weiter. Ich wollte gerade sagen, ja. Also ist es nochmal die gleiche Figur? Wir können es hier sehen. Ich werde sie später mal... Boah, das ist echt also klebrig. Also der Schleim ist echt klebrig, muss ich sagen. Ja, der ist richtig klebrig. Der ist schon echt klebrig. So, okay. Packe ich einmal kurz hier an die Seite, weil die Figur haben wir schon. Das ist die hier vorne, die wir schon gesehen haben. Sehr gut. Okay, so, jetzt suche ich eine aus. Und meine Hand führt mich zu... Aber willst du vielleicht mal in die Box gucken, ob vielleicht da Gold drin ist? Nicht, dass du das jetzt so lieblos an die Seite stellst und am Ende ist da echtes Gold drin. Ja, warte.
Ich schau mal, ich muss mir gleich kurz meine Hände nur waschen. Aber ist nicht schlimm, das können wir ja machen. So, dann schauen wir hier einmal rein. Hier ist sowas hier drin. Das muss da, glaube ich, auch drin sein. Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht wisst ihr es, Leute. Ach ja, das ist das, das Klassische, was da dabei ist. Bei mir war ja dann der Diamant dabei. Ja. Ja, okay. Also bei dir war es noch seltener. Also ich wasche kurz meine Hände, weil, Yes. Let's go. Okay. Händchen wieder sauber. Jawohl. So, dann machen wir Box Nummer 4 auf. Was ist das eigentlich hier für eine Uhr, die du machst zum Flexen? Iced out? Das ist ein Geburtstagsgeschenk von meiner Frau gewesen. Schön, guck mal. Okay, wir haben wieder ein Grabblock. Ja, das, okay. Vorhin war das ein gutes Zeichen. Das gefällt mir. Okay, und jetzt? So, ich mach trotzdem hier nochmal auf. Mhm. So, wir haben wieder unsere Utensilien, die wir brauchen. Ja. Oh, das, wow. Ey, ich bin voll der Pro. Ey, das ging jetzt einfach so in einem Stück ab. Ich bin voll der Pro, aber man muss auch sagen, also Diamant-Spitzhacke ist auch OP. Ja. Ja, das müsste Sand sein. Das war bei mir ja letztens eine gute Kombi. Ey, wenn das jetzt wieder Diamant ist. Es ist, glaube ich, Alex. Ja, wir haben Alex. Alex, let's go. Hier. Ich wollte ja mal zeigen. So, also wir haben hier einmal das Gesicht. Ja. Dann haben wir hier die Haare. Mhm. So, dann haben wir... Oh, warte, wir haben hier... Warte, die Truhe. Was haben wir in der Truhe drin, Leute? Ist es Gold, ist es Gold, ist es Gold, ist es Gold? Oh, falsche Seite. Gold, Gold, Gold. Es ist... Gold! Eine Fackel. Aber das ist auch standardmäßig bei ihr dabei. Ich wollte sagen, es ist leer, weil man hat halt nichts gesehen. Es ist eine Fackel drin. Es ist eine Fackel. So, okay, dann haben wir hier... Sieht leer aus. Könnte auch so Spielsand sein. Ja. Dann haben wir ein paar Herzchen. Dann baue ich das einmal auch zusammen, weil die Figur haben wir ja noch gar nicht gesehen. Mhm. Warte, ganz Soll kurz. Soll ich dich filmen? Ja, ganz kurz. Zumindestens, also dass Leute nicht sagen, ich habe das nicht selber gemacht. Ja, wer soll es denn sonst gemacht haben? Ja, dass die sagen, Daniel muss das machen. Ja, bestimmt. So, okay, ich schaue einmal ganz kurz. Wie muss ich das zusammenbauen, Leute? Wo haben wir Alex? Alex! Hier sind 4 Parts. Okay, dann brauchen wir hier noch ein Herzchen. Also auch das Zusammenbauen, das ist relativ easy, Leute. Habe ich es richtig gemacht, Daniel? So, dann kommt der Kopf. Hast du früher eigentlich so Bionicles und so? Achso, warte, hier unten muss man auch noch eins machen. Tatsächlich nicht, aber ich hätte es gerne gemacht, aber jetzt kommt halt etwas. Ich hatte kein Geld dafür. Die waren halt extrem teuer. Ja. Das war so klassisch immer im Katalog geguckt. Ja. Und dann so, okay, alles klar. Ja, war trotzdem okay. Es gab immer einen auf dem Schulhof, der das hatte. Einer hat immer so ein Bionicle. Ja! Ich weiß gar nicht, was diese Bionicles gekostet haben. Was haben eigentlich die Dinger gekostet? Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe es bestimmt an Lena weitergegeben. Hat er nicht gemacht. Ich glaube... Ich schau mal gleich nach. Ich sag's dir gleich. Ich kann gleich auf dem Handy schauen. So, okay, ich baue das schnell zusammen. Ja. Okay, wir haben Alex und wir haben eine Fackel. So, sie hat auch ihre Fackel. Sieht alles ganz gut aus, Leute. Mhm. Okay, wir haben jetzt noch 2 Treasure Packs, also 2 Mystery Boxen sozusagen. Und du darfst gerne als erstes öffnen. Okay, die letzten beiden und eins davon darf ich jetzt noch auspacken. Okay, welches? Also, welches willst du? Ich würde das hier schnappen gleich. Dann packe ich das aus. Reiß es auf! Also bisher haben wir aus 4 Packungen haben wir 3 unterschiedliche Figuren. Wir haben einmal diese Figur, dann haben wir hier Steve in Diamantrüstung und das ist die wertvollste. Und wir haben Alex. Also ich habe wieder einen Steinblock. Okay. Könnte vielleicht wieder Schleim sein. Könnte wieder Schleim sein. Vielleicht ist das immer so, bei Erde ist es Sand. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Eigentlich macht es Sinn, ja. Aber wenn das jetzt schon wieder diese Figur hier ist. Dann reiß dich aber aus. Dann ist aber hier. Vielleicht habe ich dann ja mal Glück. Vielleicht. Vielleicht hast du ja auch das Gold da drin. Primus! Ich will das jetzt auch nochmal so cool. Ja, du bist kein Pro, so wie ich dann ja. Ja, bei mir ist es. Du bist kein Pro! Es dauert immer alles länger. Du bist kein Pro. Okay, dann mach mal auf. Ist wahrscheinlich wieder Schleim. Ich hoffe, es ist nicht wieder die gleiche Figur. Ja, es ist Schleim. Also ich glaube, die Grauen sind halt immer Schleim. Ja. Du, aber du siehst es ja schon, was es ist. Es ist Slime, aber es ist eine andere Figur. Okay. Eine, die wir noch nicht haben. Okay, dann bin ich jetzt gespannt. Ist das ein Creeper? Es ist auf jeden Fall eine Kreatur. Es ist, glaube ich, ein... ich glaube, es ist ein ertrunkener Dorfbewohner, glaube ich. Ah. Also es ist diese Figur. Es ist ein Zombie, anscheinend aber nicht der Zombie... Obwohl, ich glaube, es ist einfach ein Zombie. Ja? Das ist ein Creeper. Ne, müsste ein Zombie sein. Okay, dann haben wir einen Zombie. Wir können hier noch mal... Ach, warte, wir können doch hier noch mal schauen. Ja, es ist ein Zombie.
Dann befrei es kurz, dann kannst du dir danach die Hände waschen. Aber immer orangener Schleim. Ja, der ist wirklich immer orange. Hast du vermisst, ne? Ja. Schon nice. Ja, ist doch eine schöne Überraschung, dass es jetzt das hier gab. Ja, finde ich auch. Okay, so, dann packen wir das mal kurz aus. Warte, ich zeig's mal kurz so. So. Und, wie weit bist du? Ich bin fast fertig. Aber bei dem Schleim ist es halt echt immer so, das fließt halt echt so überall rein. Und siehst du es hier vielleicht? Das kommt. Ich glaube auf Kamera, warte, mach mal nochmal. Das sucht sich seinen Weg nach draußen. Ja. Ja, man soll es aber auch so 24 Stunden, ich habe jetzt auch den Preis gecheckt, also 14 Euro pro Treasure Pack sozusagen. Und tatsächlich ist das, musst du dir vorstellen, dieser Block ist ja eine Abenteuerwelt. Ja. Ne? Also man schlägt sich da sozusagen durch und dann bekommt man diese Figur. Ja. So, und das ist ein Zombie. Und es gab auch kein Gold hier drin. Nein, leider kein Gold. Ich habe vorhin schon mal reingesneakt. Ich konnte es nicht erwarten. Okay, dachte, der Zombie sieht jetzt aber ein bisschen anders aus, muss ich sagen. So böse sehen die normalerweise nicht aus. Hä? Die Zombies sehen doch voll böse aus. Nö, ich finde, die haben immer so einen neutralen Gesichtsausdruck. Der ist jetzt voll neutral. Böse. Neutral? Also hier ist jetzt so eine Schaufel drin. Mhm. Okay. Aber ist okay, wir haben unsere dritte Figur. So, und damit kommen wir zur letzten... Du darfst sie auspacken. ...Box oder zum letzten Treasure Pack oder zur letzten Abenteuerwelt. Und die darf ich jetzt auspacken. Vielleicht ist ja Gold drin. Bitte. Und dann verkaufe ich das und dann werde ich reich und dann höre ich mit YouTube auf. Nee. So. Wirst du reich und hörst mit YouTube auf. Oh, das wäre so schön. Aber ich möchte nicht mit YouTube aufhören. Aber ich habe jetzt gesagt, wenn hier jetzt Gold rauskommt, muss ich dann mit YouTube aufhören. Ja. Auch wenn das wahrscheinlich nur für... Ein Durstlöscher reicht oder so? Ja. Okay, gut. Let's go. So, Leute. Vielleicht ist es ja in 30 Jahren voll wertvoll. Ja, das könnte durchaus sein. Okay, wir haben wieder einen Grasblock. Also hast du wahrscheinlich Sand drin. Ja, glaube. Aber bisher haben wir die Erfahrung, glaube ich, so gemacht, ne? Ja. Ja, wenn es jetzt da auch wieder so ist, dann würde ich das jetzt einfach mal unterstellen. Ich glaube, hier haben wir wieder das gleiche Zeug. Mal sehen. Ja, so, das heißt, ich schnapp mir mal hier die Diamantspitzhacke. So, und jetzt kommt wieder hier der Pro-Move. Ja, okay, diesmal ja, nicht. Ja, gut, okay, also. Diesmal war es nicht so gut. Das sah jetzt schon eher so aus wie bei mir auch. Das könnte auch Schleim sein. Meinst du? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, wir öffnen das mal. Okay, es ist auf jeden Fall Sand und es ist auch eine neue Figur dann, ja? Woo! So, was? Das werdet ihr jetzt sehen. Und zwar ist das, glaube ich, so eine Ziege. Guck mal, Leute. Hier, warte. Das hier. Oh, das. Guck mal, und hier schon der größte Teil ist auch schon zusammen. Immerhin. So, wir packen mal so ein bisschen hier. Gucken wir mal, ob im Sand was ist. Aber es sieht nicht danach aus. Ich glaube, du hast alles. Ich glaube, ich habe alles. So, schauen wir mal hier rein. Danja, höre ich mit YouTube auf? Ich dachte gerade, Mann! Aber es ist halt das Ei. Aber oh es, mein Gott, ich dachte, es wäre es Gold! Oh, ja, aber es sieht halt wirklich aus wie dieser. Ja, na, es sieht halt wirklich so aus. Es wäre fast der goldene Apfel, aber ist es nicht. Und was ist es? Es ist das Ei. Warte. Ja, dreh mal um. Es ist das. Ach, hier ist ein Ei. Es ist so ein Ei. Ja. Oh, Mann, das war so krass. Oh, die sieht aber auch sehr gut aus. So, wir können das auch, glaube ich, direkt zusammenbauen, weil so viel ist hier tatsächlich nicht zusammenzubauen. Ich kann das Mikro nicht an. Hm. Hätte die Kamera schon längst ausgemacht. Das ist der Joke. Den machen wir immer, weil wir so witzig sind. Der zieht auch jedes Mal und ist immer für eine Sekunde geschockt. Für eine Sekunde? Ja. So, okay, wir brauchen hier auch noch... Basteln, basteln, basteln. Aber ist denn Goat, ist das eine Ziege tatsächlich? Ja. Ist ja eigentlich... Goat ist Ziege, ja. Ja, okay, ja. Ja, weil bei Minecraft ist es ja vielmehr so eine Bergziege schon eigentlich. Ist ja trotzdem nicht. Ja! Och man, Daniel, ist ja okay. Ja. Und dann kommt der Kopf hier drauf. Ja, das ist ziemlich gut. Oh, guck mal! Guck mal, wie schön, Daniel! Guck mal! Die finde ich echt cute. Also, Leute! Oh, ey, Daniel, aber sorry, dein Glück hier, ne? Ey, das ist echt schon wieder viel zu wild gewesen, ne? Also, dass ich den gezogen habe. Hier. Das so! Wir nochmal, ne? Was? Das haben wir ja nochmal. Richtig, genau. Also wir haben aus 6 verschiedenen Abenteuerwelten, haben wir jetzt aus 6 Blöcken, haben wir jetzt 5 Figuren. Und ich brauche dich gar nicht fragen, was deine Favorite-Figur heute ist. Da unterstrich dann, ja? It's fantastic, meine Favorite-Figur sind die Ziege. Ehrlich? Hä, normal! Ja, okay, die sieht auch schon, die sieht auch ziemlich süß aus. Ich meine, ja, der ist cool und so. Aber was? Absoluter Favorite. Ja, der ist natürlich super, der glitzert und so, aber ich mag halt hier. Ja, stimmt. Also ist auch ziemlich süß. Und es gibt auch noch, glaube ich, ein Hühnchen. Oh, gibt es, glaube ich, auch noch. Ich liebe Hühner.
Also es gibt ja insgesamt 12 Minifiguren. Wir haben jetzt 5 von 12 aus 6 Paketen. Ist das eigentlich schon richtig gut, muss ich sagen. Ne? Leute, wenn es euch gefallen hat, zu... Also was soll ich noch dazu sagen? Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren. Ja, das ja auch. Aber so Minecraft-Boxen öffnen und so ist ja so ein bisschen Mystery-Box. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ja, wolltest du noch was sagen? Ich wollte nur sagen, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Tschüss. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Real-Life-Video mit... Lenja und Kahn. Achso, ich dachte, das ist Lena, sorry. Ja, das kann mal vorkommen, die Verwechslung. Ja, ihr seid beide halt nervig. Passiert oft, ja. Wobei, Tom auch ein bisschen. Ein bisschen. Bisschen Tom. Aber ich habe mehr Bart als Tom. Ja, stimmt, das ist true. Leute, wir werden heute was Besonderes machen. Nachdem wir schon Adopt-Me-Eier geöffnet haben und sie einfach noch nicht in Deutschland angekommen sind, dachte ich, machen wir heute mal Pet Simulator X-Eier auf. Ja. Das ist ein Mystery-Pack aus der Series 1. Ich weiß gar nicht, so neu ist das nicht raus. Das ist, glaube ich, schon seit einem Jahr draußen. Haben wir uns jetzt bestellt und werden 8 Stück heute öffnen. Ja, ich bin sehr gespannt. 4 du, 4 ich. So, welche Verpackung möchtest du denn öffnen? Darf ich mal beide anfangen? Ja, darfst du. Und gleich werden wir wieder aus der Hand filmen, also gleich kommt ein bisschen Bewegung rein. Hast du es jetzt mal? Ich will das mit dem Lila hier. Ich schwöre, ich wusste es. So, okay, das heißt, dann darf ich aber als erstes öffnen. Ja, das... Okay, dann starten wir die Kamera. Ich pack mal deinen Stuhl ein bisschen zur Seite, weil ich jetzt hier die Show bin. Naja. So, willst du das Licht vielleicht nur ein bisschen seitlich machen, dass... Ach, du nicht... Dann fühlst du dich gerade schlecht ausgeleuchtet, oder? So ein bisschen. Hast du Angst, dass du irgendwie weird aussiehst, weil das hängt nicht bisschen, mit dem bisschen Licht... Bisschen zu mir. Das hängt nicht mit dem Licht zusammen, wenn du komisch aussiehst, Kahn. So. Ich bin schon hübsch, oder? Oder bin ich jetzt überbelichtet? Nein. Okay, so, alles klar. So, wir werden das heute hier öffnen. Darf ich dir mal was sagen? Als ich die online gesehen habe, sahen die ein bisschen größer aus. Ja, das stimmt. Die sahen halt so groß aus wie die Adopt-Me-Eier. Ja, und jetzt sind sie schon ein bisschen klein. Ja, kannst du vielleicht mal irgendwas zur Reference daneben packen oder so? Also, keine Ahnung, das ist meine Hand. Ja. Die ist nicht so groß. Ja, halt Standard, ne? Ja, oder also, was haben wir hier? Guck mal, die sind so groß wie mein Daumen. Guck mal, wir haben hier diese Katzenlampe und die ist ja 8. Und das war so Adopt-Me-Größe, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau, so groß. Das ist Adopt-Me-Größe und das ist Pet X. Also ich will ja nicht sagen, dass wir wie sonst auch gescammt worden sind, aber ja. Wir wurden gescammt. Also es gibt auch wieder Codes, glaube ich. Das ist ganz cool, ne? Mhm. Für DLCs und so. Blendest du die dann im Video rein? Ich weiß es nicht. Wenn ich dran denke, ja, sonst packe ich sie in irgendein anderes Video rein. Ich weiß es nicht. Du weißt, ich bin sehr faul bei solchen Sachen. Du musst es ja nicht mal machen. Du musst es ja nur an Lena oder Tom weitergeben. Ja, aber ich muss sie, okay, so. Jetzt haben wir das erste Problem. Wie kriege ich das hier? Oh, ah, okay, doch, geht. Ich kann dir leider nicht helfen. Doch, geht. So, das ist ein erstes Ei. Das ist, das steht auch hier hinten immer dann, ja? Ja, genau diese Farbe steht natürlich jetzt nicht da. Aber da ist irgendwas mit so einem Fragezeichen drauf. Ich glaube, das ist halt... Ja. Das ist halt eine Überraschung. Okay, öffnen wir mal. Es ist... Ich bin ganz verwirrt, Leute. Es tut mir leid. Ich bin total verwirrt. Ist schon okay. Hallo! 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 So, okay. Okay, ich habe es aufgemacht und es ist... Ich glaube, das ist ein Standard-Pet. Das ist einfach eine Katze. Das ist einfach eine Katze. Och, Mann, warte. Wir haben hier auch wieder eine Liste dabei, Leute. Mikros an, ne, by the way. Ja. Wir haben hier auch wieder eine Pet-Collection-List. Und ja, ich habe die Nummer 1, war ja klar. Das glaube ich, das, was es am meisten gibt, ist was Basic. Aber nennst du dich nicht selber auch immer die Nummer 1? Also, ja, okay, ist ja du schon hast so ein recht. Bisschen selbst. Okay, du hast recht, du hast recht. Okay, okay. Dann schauen wir uns Nummer 2 mal an. Also, ihr braucht Danjas Gesicht gar nicht sehen, gerade weil das sieht auch total. Nicht begeistert aus. Ja. Okay. So, das kann wieder hier zur Seite. Auf Danjas Platz, der Müll. Danke. Bitte. Also sorry, ist wieder unnötig viel Verpackung. Aber sonst eigentlich natürlich cool, dass es jetzt... Ich habe schon gesehen, es gibt mittlerweile ganz viele Roblox-Spielzeuge. Hm. Sogar eine Brookhaven Bank. Ich wusste jetzt nicht, was man damit machen soll. Also wir jetzt, ne? Okay, Ei Nummer 2 und es ist... ich glaube auch nicht super selten. Es ist Nummer 5 und das könnte ein Bär sein, glaube ich. Ja, das könnte sein. Also jetzt, wo wir die Pets haben, also so klein sind die jetzt nicht. Die sind natürlich nicht groß. Aber ich habe sie noch kleiner erwartet. Ja, es hätte schon sein können. Also ich glaube, wenn man ganz viele davon hat, dann ist schon okay. Dann können die ganz süß aussehen. Kann sein, muss nicht. Okay, das waren die, ich würde mal sagen, Basic Eggs. Jetzt haben wir hier 2 Special. Das ist einmal ein Beach Egg. Ein Beach Egg? Ja, vom Strand. Direkt hier ins Studio. Ich wäre jetzt auch gerne am Strand. Wer wäre nicht gerne am Strand? Ja, du wahrscheinlich. Hey, ich wäre voll gerne am Strand.
aber ich glaube, die anderen Leute wären da nicht so gerne am Strand. Lass mich doch. Also du wärst eigentlich, also wenn du jetzt nicht vegan wärst, würde ich eigentlich sagen, bist du eigentlich perfekter Mensch dafür, der mit gekochten Eiern zum Strand kommt. Nein. So, weißt du, so richtig, wo einfach der ganze Strand danach stinkt. Ich bin noch viel zu faul, um was vorzubereiten. Oder so im Freibad, so Butterbrot, was du selber mitbringst. Ich bin viel zu faul. So, okay, wir öffnen ein Beach Egg und es ist... Oh, ich glaube, ein Goldfisch. Das sieht aus wie Flandy. Das ist ein Goldfisch. Das ist ein Pokémon. Ja, ist natürlich auch nicht selten. Ist wieder basic, war ja klar. Ey, wir sind so die un... Also wirklich, wir sind so unlucky. Es ist nicht so... Es ist... Also bei Adopt-Me fand ich, bei deinen Eiern war es halt... Bei den Adopt-Me-Ex war es wirklich ganz schlimm. Es war wirklich super schlimm. Aber ist okay. So, ich öffne mein letztes Ei. Und das ist... Warte. Das ist ein Spotted Egg. Und hier kann zum Beispiel eine Kuh rauskommen. Eine Kuh. Oder ein Stier. Ich kann es gerade nicht ganz sehen. Guck mal, eine Ente auch. Danja, versuchst du gerade mit deiner Familie zu kommunizieren, oder? Nein, mit deiner. Der war persönlich. Mama, Papa, meldet euch. So, okay, das ist... Oh, jetzt ist hier noch Verpackung. Ach man, Leute. So, und wir haben hier... Oh, was? Das ist Goldnis! Es ist was Goldenes, hey, Leute! Ist das eine goldene Kuh? Ja! Da kannst du dich mal bei mir bedanken, dass ich die gerufen habe. Ich habe die gemut. Ich habe die hergemut. Ich habe ein goldenes Pet gefunden. Voll gut. Oh, cool. Es ist, aber guck mal, ist das jetzt ein Stier oder ist das eine Kuh? Ja, keine Ahnung, was steht denn drauf? Ja, da steht nichts drauf. Und hier steht einfach nur Nummer 34. Okay, aber also eigentlich ist es ein Stier, weil es ist. Es ist noch selten. Es gibt noch was sozusagen in Diamant, glaube ich. Und so halt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber wir haben zumindest eine goldene Kuh. Eine so, goldene Kuh. Let's go. So, ich habe meine 4X ausgepackt und jetzt ist Danja dran. So, jetzt, okay, ich verstehe es. Jetzt kommt wahrscheinlich der Kommentar. Endlich! Danja, so klar, verschwindet jetzt mal. Ich habe es verstanden. Das hat doch keiner gesagt. Doch, aber ich weiß, ihr fühlt das. Ihr fühlt das. Und das tut mir weh. Das tut mir ein bisschen. So, aus dem Grund werde ich jetzt diese 4 öffnen. Ey, das sind meine. Ja, jetzt komm, hier, setz dich doch hin. Ja, komm, mach kurz Pause und dann wechseln wir. Deine, die ich aufmachen darf. Ich bin richtig gespannt. Also das Lila, der ist wohl ein Metal Egg, aber ich fange natürlich... Ein was? Ein Metal Egg. Okay. Aber ich fange auch mit den... Ganz kurz, hast du eigentlich schon mal über deine Schulter geschaut, wer da ist? Peaches, 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 Peaches. Okay, darfst du. Peaches, 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 Peaches. Hörst du, ey! Die schmeißt ja einfach ihren Müll hier rum, Mann! Entschuldigung, es hat mich gerade kurz über... Ja, ist okay. So, du machst wahrscheinlich auch so ein Basic-Ei erstmal auf. Ja, ich weiß nicht, ob die Basics sind. Ich gehe mal davon aus. Die sind halt einfach so grün, ne? Du musst mal gucken, da ist an einer Linie sozusagen, kannst du... Genau. ich hab ganz liebe Dann ja Läne. Einfach, dann ja einfach, mach mal nochmal den Gesichtsausdruck. Nein. Ein Drittel des Tages. Künstliche Nägel. Muss ich das jetzt aufmachen? Ja, gucken, warte. Ich tue schon alles, okay? Hallo, das Kätzchen will zuschauen. Warte, jetzt habe ich es, glaube ich. So, das ist... Ein grünes. Ich glaube, hier kann von den dreien eins drin sein, ne? Hä, das sieht ja richtig cool aus. Was ist das denn? Ist das ein Schild... Ich glaube, das ist eine Schildkröte. Könnte sein. Das ist die Nummer 6. Aber auch basic, auch ne? Auch basic, ja. Ja, das ist definitiv eine Schildkröte. Kannst du mal, genau... Dreh mal kurz um, dass man den Panzer sieht. Ja, ich hätte halt echt gedacht, das ist was Selteneres. Also ich finde, das sieht halt schon ein bisschen krasser aus, aber gut. Anscheinend nicht der Fall. Nee, ist nicht der Fall. Aber es sieht cool aus. So, okay. So. Ich denke mal, dass du jetzt nochmal ein grünes aufmachst. Ja, würde ich jetzt. Okay, let's go. Kann, was hast du hier schon wieder gekauft? Geh mal her. Unfassbar. Es ist voll schwer. Ey, mach nicht den ganzen Spaß weg. Was? Den ganzen Spaß weg. Das ist doch kein Spaß. Jetzt kommt der Spaß. Voll der Spaß. Okay, mach es mal auf. Ich glaube, ja, da unten ist noch ganz bisschen. Okay. Was? Wait, what? Das ist ultra selten. Ja, das ist so 2 Sterne selten. Oh. Das ist ein Affe. Das ist so ein... Ey, wie cool der aber aussieht. Der ist so transparent und so Glitzer. Dann komm mal vor ein bisschen damit. Der sieht richtig krass aus. Hä? Oh, einfach aus was? So, einfach aus so einem Grün. Hä? Also ich muss schon sagen, wir haben jetzt haben wir ein bisschen, haben wir schon ein bisschen Glück. Ja, auf jeden Fall. Oh, der sieht richtig cool aus. Der kann sich sehen lassen. Das ist die Nummer 44. Ist das hier Epic and Legendary.
Und darüber gibt es nur noch Mythical and Exclusives. Boah. Also es könnte natürlich sein, dass da vielleicht hier was rauskommt. Das kann natürlich sein. Sehr gut, Danja. Also voll gut, ey. Hättest du jetzt auch nicht gedacht, oder? Nee. Sag mal ehrlich. Nee, eigentlich gedacht. Hab ich nicht gedacht. Hättest du dir, also mir hättest du es wahrscheinlich nicht gegönnt, aber dir selber doch, schon. Ich hätte dir das gegönnt. Okay, lila oder das schwarze? Entscheide du. Ich fange mit dem hier an. Ah, das ist dunkelblau, glaube ich. Okay, so Petrol, glaube ich. Ja. Ey, das sieht so gut aus. Das sieht richtig krass aus, ne? Also, für euch ist das wahrscheinlich jetzt alles ein bisschen schneller zusammengeschnitten, aber das ist immer eine Tortur hier. Okay, let's go. Ach jo, ja, ich glaube, hier sind immer halt die drauf, die drin sein könnten. Glück oder Glück. Ach, aus dem Grund ist die Verpackung auch davor immer, dass man das nicht sehen kann. Okay, gut. Glück oder Glück. Gold. Was? Schon wieder Gold? Einfach Gold. No way! Ey, aber übelst lucky! Was ist denn hier los? Ein goldener Esel ist das, glaube ich. Guck mal, er hat so einen Krokodilschwanz einfach. Ich habe richtig Glück, ey. Die 36. Mann, ich hätte gerne diese Verpackung geöffnet. Hä? Richtig, richtig gut! Voll gut. Mann! Richtig nice. Mir gefallen auch die Farben von den Eggs voll gut. Also dieses Petrol ist richtig schön und ich bin jetzt auch auf das Lila. Lila. Alles klar. Lila Farben ist sehr gespannt. Also das wieder richtig lucky. Das ist wieder eine Kuh. Auch rare. Also selten. Mhm. Eine Kuh? Du meinst Gold? Ja, deine goldene Kuh. Ach so, wie meine goldene Kuh. Okay, ja. Ich dachte, das ist auch eine Kuh. Nein, nein, das ist wieder eine goldene Kuh von der Seltenheitsstufe hier. Okay, das ist das Metal Egg. Das bedeutet, da ist irgendwas Metalliges drin. Jetzt mach! Soll ich? Ja! Sicher? Ja. Was? Ich glaube dann ja, das ist nochmal eine Stufe drüber. Yo! Guck doch mal da drunter. Die sind doch auch so pink-lila. Was? Warte mal, sicher? Ich glaube schon, Danja. Nee, es ist glaube ich nicht. Ja, aber guck mal, bei den Basics ist es auch nicht dabei. Aber das ist nirgends drauf. Darf ich einmal? Ja. Schauen wir mal gemeinsam einmal drauf. Ja, das sieht halt nicht genauso aus wie eins von denen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt wohl. Muss ich dir recht geben. Aber die Farbe passt halt schon zu dem hier. Und hier drauf ist das halt nicht in der Farbe. Also hier drauf ist es in grün. Ja. Und wir haben es aber halt in pink. Also glaube ich... Ja, also genau. Guck hier, das ist es. Das müsste eigentlich in grün sein. Also ist es aber nicht. Und hier unten ist es nicht zu finden gerade. Vielleicht soll das da sein. Kann auch sein, aber das passt nicht. Nur der Mund ist anders bei dem. Ja, und das Auge. Ja, aber ich glaube... Aber wie dem auch sei. Also richtig, richtig krass lucky gewesen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, dass es das... Also so viel Glück hatte ich noch nie. Ich glaube, dass ich habe jetzt gerade mein Auspackglück für die nächsten 38 Jahre... Ich glaube auch. ...aufgebraucht. Hä, guck dir das mal an! Also, sag mal so, die Ausbeute ist gar nicht so schlecht. Also ich habe zumindest ein goldenes Pet und das, was du bekommen hast, ist, glaube ich, einfach zu krass heute. Das ist komplett übertrieben einfach. Also einfach hier dieses, ich glaube, das ist ja wirklich so ein richtig krass Seltenes. Mhm. Da ist ja nur noch, wenn es irgendwas Exklusives gab. Also nur Exklusives. Ich glaube auch. Ne? Und dann, sorry, es tut mir leid, aber das sieht so heftig aus. Das sieht richtig heftig aus. Also generell, das ist einfach so, ich habe, glaube ich, die glücklichste Verpackung aus diesem ganzen Set bekommen. Ja, also ich weiß, heute geht es nicht um Dortmund, aber manchmal wünsche ich mir zumindest 1% von dem Glück, was wir heute haben oder hatten. Hätten wir das bei den Adopt-Me-Eiern gehabt, ich glaube, dann wären wir alle ausgeflippt. So. Ja, es ist echt so. Leute, also das war's. Wir haben Pet Simulator X Eier ausgepackt. Pet X aus dem Spiel bei Roblox. Mhm. Und wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Was sagt ihr zu den Pets? Also, die sind echt gut, oder? Und habt ihr so ein Spielzeug auch schon mal ausgepackt? Oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Bis jetzt beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Ja. Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Movie Park Germany. Vielen Dank, dass wir hier drehen dürfen. Für weitere Infos gerne direkt mal die Infobox checken. Und sonst gibt es am Ende noch eine Info für euch. So, Daniel, wir spielen heute ein Hide and Seek, aber nach einer Farbe. Das heißt, das Glücksrad entscheidet, bei welcher Farbe du dich verstecken musst. Und wo sind wir gerade hier im Movie Park Germany? Nickland. So, und hier gibt es ganz viele verschiedene tolle Achterbahnen. Wir werden auf die natürlich nicht drauf gehen, aber wir sehen auch ganz viele Farben hier. Und wenn du eine Farbe bekommst wie blau, dann darfst du dich sozusagen bei einem Geschäft verstecken, was auch blau ist, okay? Okidok. Und sonst natürlich auch, was alles frei zugänglich ist. Okay, 3 Minuten Zeit zum Suchen, 1 Minute Zeit zum Verstecken. Ich drehe mal das Röt für mich. Ich verstecke mich als erstes bei Karier. Das ist doch keine Farbe. Ich habe das vor allem selber drauf geschrieben. Danja hat das drauf geschrieben. Ich bin so dumm manchmal. Was gut, ja, dann mach. Ja gut, okay, ich warte jetzt hier und du hast jetzt 1 Minute Zeit, dich zu verstecken. 1 Minute? 1 Minute. Das ist voll wenig, Mann. Beeil dich. Ja, dann lauf! Danja muss laufen. Hier ist nicht 1 Minute, Junge. 1 Minute.
Kariert? Ist hier irgendwas kariert? Ich war hier noch nie. Ich bin noch nie hochgelaufen. Hier geht's einfach weiter. So, okay. Wir sind soweit. 3, 2, 1. Ich komme! Kariert? Wo ist denn bitte hier was kariert, Mann? Wahrscheinlich guckt sie jetzt auf den Boden und sagt, ja, das sind hier Steine und so. Jetzt muss ich hier auch laufen die ganze Zeit. Oh Mann. Bei Paw Patrol, aber da ist auch nichts kariert. Ach Mann. Wo ist es denn? Bei Dora auch nicht? Hier auch nicht? Boah, das ist echt schwierig. Also hier sind auf jeden Fall genügend Farben, dass dann ja natürlich direkt etwas aussucht. Hä? Ah, da. Da ist etwas kariert. Ich finde diesen Turm so cool. Ich glaube, da kann man aber nicht drauf. Die muss doch hier sein. Hä? Na guck mal, hier ist ja so kariert. So eine Fahne. Kann doch nicht sein, dass sie jetzt woanders ist, Mann. Hey, ich dachte, sie wäre hier bei Paw Patrol. Ich krieg die Krise, Mann. Okay, ich habe noch eine Minute Zeit. Hä? Okay, vielleicht ist sie hier hinter dem Turm. Ich schau mal, was ich jetzt habe. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, er ruft laut, wenn er fertig ist. Mann, wo bist du denn? Du musst doch hier sein eigentlich. Hier ist doch was kariert. Ach Mann, ich krieg die Krise, ey. Ehrlich. Ich dachte, ich finde sie jetzt da, weil was anderes kariert gibt es eigentlich nicht. Zeit ist auch gleich um. Okay, Zeit ist um, du hast gewonnen. Tanja, Zeit ist um. Tanja! Ich dachte, sie ist da bei der Adventure-Tour. Tanja! Wo ist sie denn, Mann? Die kommt doch nicht raus. Tanja, Zeit ist um. Ja, sie will nicht rauskommen. Ich weiß selber nicht, wo sie sich versteckt hat. Danke, Tanja, danke für gar nichts. Ich wollte die finden, aber ich habe die nicht gefunden. Tanja! Sie hat es auch wieder nicht verstanden, ne? Sie versteht Hide and Seek einfach nicht. Dass sie nach einer gewissen Zeit auch wieder rauskommen muss. Wir werden wahrscheinlich hier übernachten. Wie lange willst du denn noch suchen? Du hast jetzt bestimmt 5 Minuten gesucht. Ich hab dich nicht gehört. Danja kommt jetzt von da, von SpongeBob und so. Aber da bin ich mal gespannt, ob du da was Kariertes gefunden hattest. Weil ich dachte, da vorne, da war so eine Zielfahne, die war kariert. Na gut, okay, alles klar. So, dann drehe ich das Glücksrad. Also ich konnte schon viel Inspiration sammeln. So, okay, ich drehe. Und das Glücksrad sagt lila. Wie gut hat auch gerade dieser Sound von dahinten. Ja, der hat super gepasst. Okay, dann gehst du einmal nach da vorne hin. Ja. Lila. 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 Jetzt muss ich direkt schon mal brainstormen. Was ist denn hier alles lila? Okay, let's go. Lila. Also wir haben hier von Dora the Explorer natürlich in lila. Eine ganz große Wasserbahn. Hier haben wir auch, aber das ist halt direkt bei ihr. Ich muss noch mal da hinten gucken. Da war doch auch, war da nicht auch was in lila? Also wir haben hier auf, oh, Ghost Chaser hat auch so lilane Schienen. Ja, und so eine Qualle. Ich glaube, da verstecke ich mich. Also hier auf dieser Achterbahn, da sind so Schienen, die sind halt lila, würde ich jetzt mal sagen, so violett. Aber kann ich mich hier gut verstecken? Ich könnte mich hier im Gebüsch verstecken, weil das hier ist so ein bisschen lila. Ich schaue noch mal, ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Boah, orange wäre eigentlich Jackpot. Und blau da hinten auch. Lila. Ich könnte mich natürlich auch hier... Also hier kommen wir jetzt aber nicht rein, aber das passt halt.
glaube ich, versteckt mich hier. Das ist ja eine blaue Wand. Aber wir können hier sehen. So ein bisschen lila. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Also bleibe ich jetzt mal hier im Gebüsch. Also das heißt Gebüsch, ich bin jetzt hier einfach am Rand. So, die Minute ist vorbei. Ich komme dich jetzt suchen. Ich hoffe, du bist versteckt. Beziehungsweise hoffe ich eigentlich nicht. Oh, ich habe vergessen, meine Brille aufzusetzen. Ich bin dumm. Oh, sorry, Leute. Jetzt muss ich die ganze Zeit so hier langlaufen. Weil ich nicht sehe, muss ich meine Augen ein bisschen zusammenkneifen. Das Nickland ist beautiful, bellissima, wunderschön. Guck mal, das Kran. Ein grüner Alien. Ich glaube, ich gehe ein bisschen weiter rein. Fairy World, das ist eher pink. Das würde ich jetzt nicht zählen als lila. Also hier würde halt voll Sinn ergeben, weil hier ist ja alles lila. Bei Dora's River Adventure. Kann hier ein Piep einmal? Kam kein Piep, schade. Der funktionieren können. Meint ihr, der hüpft in den Busch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kahn mit dem Busch reinspringt. Das macht er, glaube ich, nicht. Vielleicht hat er sich aber auch gedacht, dass ich direkt zu Dora's River Adventure gehe, weil es lila ist. Aber vielleicht hat er sich auch gedacht, dass ich mir das jetzt denke. Und dann hat er sich gedacht, ich gehe jetzt trotzdem dahin und verstecke mich da, weil dann ja nicht da suchen wird, was zu offensichtlich ist. Aber ich bin da und ich suche. Ich suche nach dir. Kahnchen, piep einmal! Mann, ich finde das doof, dass wir das ohne diese Piepregel spielen. Das wäre viel besser. Hm. Ich finde hier ja nichts, Mann. Ich finde hier überhaupt gar nichts. Wisst ihr, was kann? Ich finde hier nichts. Ich finde nichts. Hier ist doch alles lila, Mann. Warum bist du nicht da, wo lila ist? Da ist ein Flugzeug. Oh, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen. Oh, meine Zeit ist gleich. 3 Minuten zum Suchen ist voll wenig. Aber vielleicht ist er auch da hinten nicht. Kann auch sein, nicht? Kann auch sein, dass er da ist. Oder da ist auch alles lila. Schon viel lila so. Meine Zeit ist um! Oh, oh nein! Nicht jetzt im Ernst! Also ich habe mich hieran orientiert so ein bisschen. Das ist doch blau, Mann. Ja, aber guck mal, da ist doch auch lila dabei. Ja, wenn ich jetzt jede Farbe... Ja, aber ich habe gesagt, es zählt. Und es ist viel lila da. Ja, wir wissen natürlich, wie Danja drauf ist. Ne? Danja hat einfach vergessen, das Glücksrad zu drehen. Sie wollte sich schon verstecken. Danja, dann dreh mal. Ja. Es ist... Neon. Was hast du denn hier so für wilde Kombination? Ich muss sagen, du hast Möglichkeiten hier. Ja, ich habe mir halt gedacht, machen wir mal ein bisschen was anderes. Du hast Möglichkeiten. Nicht immer nur grün. Okay, 1 Minute Zeit, ab jetzt. Let's go. Okay, das ist auch alles. Oh ja. Ja, das ist doch bequem und gemütlich. Ja, doch. Ja, doch. Ja, hier kann ich mich verstehen, mich zu verstehen. Ich habe hier auch wieder eine gute Sicht. Ja, doch. Okay. Ich komme! Okay, 3 Minuten ab jetzt. Okay, was könnte... Also das Orange fällt halt sehr auf, muss ich sagen. Und das Grün so. Also ich denke schon, dass sie hier in der Mitte irgendwo ist. Wenn er drüber rumläuft, dann sollte ich mich vielleicht jetzt mal ein bisschen klein machen. Okay, ich glaube, in der Richtung wird sie nicht sein. Da habe ich sie jetzt. Ja, aber ich habe schon gesagt, also dieser Bereich ist schon gut dafür geeignet, weil hier sehr viel Neon ist. Ja. Ja, und ich habe dich gefunden. Ja, du bist doch gerade da vorne lang gelaufen. Wollte ich. Ich wollte eine Verfolgungsjagd machen. Ich wollte hier über das Seil springen und abhauen, oder? Ja, und ja. Man ist mir eingefallen, ich bin gar nicht sportlich. Kommt hinzu. Let's go. Okay. Dreh das Rad des Schicksals. Ich habe schon ein Favorite, aber warten wir mal ab. Was ist denn dein Favorite? Grün. Grün. Boah, ich hab was. Grün. Na dann versteck dich mal. Uno minuto. Okay. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich glaube, ja. Ja. Also hier sehr viel Grün. Alleine schon die ganzen Gebüsche und so. Aber ich glaube, ich gehe zum Paw Patrol Tower. Da ist ja ganz viel Grün.
hier da auch. Also, ich glaub, also wenn mich jetzt dann ja findet, ne? Also dann Prost Mahlzeit. Da ist auch die Wiese da hinten. Aber ich wollte schon eine Attraktion haben oder irgendwas. Okay, die Wiese ist da auch grün. Also wäre das jetzt nicht so klug. Ja doch, also hier haben wir schon viel Grün, ne? Also diese Wiese, das ist ja eine künstliche Wiese. Das ist ja keine echte, das ist ja Kunstrasen. Oder das Gebäude hier, die ganzen Säulen sind grün. Ja komm, ich bleib hier bei. Nein, komm, Paw Patrol Tower. Ey, die Zeit ist glaube ich. Oh mein Gott. Ich versteck mich jetzt hier hinter. Ich komm dich jetzt suchen, Kahn, ist mir egal. Okay, grün. Gibt's hier übelst viel. Wie ist er hier hingegangen? Die Fairy World. Da ist so voll viel grün. So türkis zwar. Aber Kahn würde das jetzt sicherlich ganz grün machen. Ich dachte gerade, der ist da im Busch. Aber da war ein Vogel. Ich will auf diesen Tower. Aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Also, wenn er jetzt nicht in den Busch gehüpft ist, dann ist er hier nicht. Und ich werde jetzt nicht hier drin danach suchen. Danach. Oh, hier duftet's gut. Oh, guck mal, wie hübsch. Oh, die sehen ja schön aus. Ich glaube, davon sollte ich ein Foto machen und das in meinen WhatsApp-Status stellen. Und dann schreibe ich dazu, schönes Wochenende, ihr Lieben. Liebe Grüße, Sibylle. Ja, aber sie ist ganz weit vorne. Sie wird mich safe nicht finden. Ich habe sie gerade gesehen. Sie ist noch ganz weit da vorne. Wieso? Alter, ich dachte gerade, der kriecht da vielleicht auf dem Boden. Aber das war eine Taube einfach. Das war nicht Kahn. Hey, Kumpel, bist du Kahn? Nicht? Okay, schade. Wo ist er denn, Mann? Also ich war hinterm Paw Patrol Tower. Ja. Ja, ist ja grüner Kunstrasen, ne? Ja. Bei welcher Farbe hast du gerade gesucht? Ich habe bei grün gesucht. Ja, richtig. Okay, so, auf geht's zum Finale. Finale. So, ein letztes Mal verstecken. Ja, kann gerade so, wenn ich dich jetzt finde, ist vorbei. Es wird grau. Okay, alles klar. Okay, dann eine Minute Zeit ab jetzt. Letzte Runde. Tschüss. Jetzt mach. Guck nicht! Ich gucke nicht! Mach die Augen zu! Ja, hier! Du guckst! Jetzt mach! Hör auf zu gucken! Sagen so noch 30 Sekunden. Okay, ich komme! Ja, okay, also die ganzen Steine sind ja grau. Also so einfach wird das dann doch nicht. Ich habe mal vor, man könnte sich da oben verstecken. Das wäre mal ein gutes Versteck. Oder auch nicht, weil es ein bisschen auffällig ist. Aber da würde keiner mit rechnen. Grau. Grau! Danja! Krieg dich! Ich werde dich finden! Ich schau noch mal hier bei Paw Patrol, bei Adventure Bay. Ich habe das Gefühl, hier könnte Danja sein. Ich glaube, die wird sich jetzt nicht da verstecken, wo ich mich gerade versteckt habe. Das federt ja richtig hier. Ist ja cool. Nö. Ich bin überfragt. Wo hat sie sich schon wieder versteckt? Okay, sie hat noch eine Minute. Okay, schau mal auch vielleicht hier. Das ist auch sehr viel grau, aber da ist sie nicht. Ah, toll. Vielleicht hier hinter. Nö. Ach man, meine Zeit ist auch um. Das ist blöd. Okay, Zeit ist um. Warst du dahinter? Ja. No way. Doch. Ich bin so blöd. Sie war einfach direkt am Anfang. Du bist... Du hast jetzt nicht wirklich... Wo ist denn da grau? Also erstmal auf dem Boden und außerdem ist die ganze Schrift da, wo steht Ach, Mission Mann. To Mars grau. Das feierst du wieder, ne? Egal. Okay, so. Wenn du mich jetzt nicht findest, dann ist unentschieden. So. Ein letztes Mal drehen. Rot! Okay. Geh mal nach da vorne. Also falls meine GoPro jetzt nicht mehr machen will, ne? Die GoPro. So in einer Minute darfst du kommen. Man kennt sie ja, die gute GoPro. Rot. Okay, ich hab schon wieder was im Adventure Bay gesehen. Ich wollte die ganze Zeit auf dieses Boot, auf dieses Schiff. Da ist halt auch ein bisschen rot. Und da will ich unbedingt hin. Das machen wir jetzt auch. Schaffe ich auch, obwohl hier, guck mal, die... Ja, das würde auch gehen. Der Boden hier teilweise auch. So ein bisschen. Ja, guck mal hier. Guck mal, da sind rote.
Knöpfe. Ja, passt. Hier ist auch ein bisschen rot. Jetzt nicht so viel, aber ein bisschen zumindest. Okay, ich glaube, die Zeit ist um zum Verstecken. Was war nochmal die Farbe? War das gelb? Ich sehe es noch. Rot. Oh, bei Rot hast du dich also versteckt. Das ist ja echt frech. Und schlecht. Ich frage mal den Specht, wo Kahn sich versteckt. Das ist doch gar nicht so viel Rot. Das ist was Roteres. Und was auch Rot? Am Gate One. Das ist die Moviepark Studio Tour übrigens. Die ist cool. Das ist halt voll rot. Vielleicht ist er dort. Das ist auch rot. Das ist auch. Hier ist voll viel rot. Vielleicht ist er doch da. Das ist auch rot. Oh Mann, hier ist ganz schön viel rot. Ich guck vielleicht mal kurz hier. Da bist du ja. Ich hab dich gefunden. Hallöchen, Kahn. Willst du einen See stechen oder was? Ich habe gleich mitgespielt. Das heißt, ich habe gewonnen. Und was machst du denn? Weil du hast mich nicht gefunden. Ich habe dich doch gefunden. Ich habe gar nicht mitgespielt. Du hast nicht mitgespielt. Weil meine Kamera ist ausgegangen. Das heißt, ich habe gar nicht mehr mitgespielt. Ja. Leute, das war das. Ja, komm. Ich habe heute gewonnen. Das war das Nein, unentschieden. Sieg im Moviepark. Du hast in mich noch einmal gefunden. Ich auch. Das ist ein Unentschieden. Nein, ich habe gewonnen. Ich habe dich doch zweimal gefunden. Nein, wo? Hier und dann nochmal. Leute! Habe ich dich nicht noch? Nein, ich war noch einmal da versteckt und einmal im Adventure Bay da, im Turm. Ja, Leute, das war's. Wir waren im Moviepark, haben hier Hide and Seek nach einer Farbe gespielt. Das Glücksrad hat natürlich entschieden. Und nein, hast du nicht. Leute, checkt auf jeden Fall die Infobox, die Beschreibung ein bisschen ab, weil dort gibt es einen Code Movie23 für einen Rabatt auf ein Ticket hier im Moviepark Germany. Wenn wir uns gut verstecken, können wir hier bleiben. Ja, aber ich will nach Hause. Obwohl, wir könnten auch über Nacht mal hier bleiben. Ja, let's go. So, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, Infobox abchecken, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Danke an den Moviepark Germany, dass wir hier drehen durften. Und tschö. Ja, was läuft? Leute, wir sind wieder im Moviepark und es wird wieder Zeit für ein paar Achterbahn-Challenges. Erstmal vielen Dank an den Moviepark, dass wir hier drehen dürfen. Für weitere Infos einfach mal die Infobox abchecken. Vielleicht gibt es auch eine coole Aktion oder so. Ich weiß nicht. Checkt einfach mal ab auf der Internetseite von denen und sonst so. So, und heute dann, ja, sind wir zu zweit hier. Ja. Und wir werden das Glücksrad drehen. Und das Glücksrad entscheidet heute, welche Achterbahn wir fahren müssen. Eine Achterbahn ist nicht dabei. Und zwar ist das der Freefall Tower. Aber wir machen es so. Weil, oh, guck dir das mal an. Wenn ich Bandit fahren muss oder wir, dann machst du den Freefall Tower, okay? Okay. Ich würde als erstes drehen und mal gucken, welche Achterbahn. So, und welche Achterbahn müssen wir als erstes fahren? Oh mein Gott, es ist Bandit! Ja, es ist morgens, es ist um 10. Das heißt, für mich geht es jetzt auf die Holzachterbahn. Ja, weil, für mein Frühstück geht es jetzt auf den Weil Danja ein bisschen Probleme mit dem Rücken hat, geht es jetzt auf den Freefall Tower. Let's go! Ihr seid natürlich dabei bei der Fahrt. So, gerade sind sie unterwegs. Ja, du kannst ruhig mit vor die Kamera. Gerade sind sie unterwegs, gleich musst du auf den Freefall Tower. Ich fahre jetzt alleine. Also, ich würde gerne sagen, das stört mich. Aber es stört mich überhaupt nicht. Weil jetzt ist Danja nicht dabei. Ich kann alleine fahren, erste Reihe. Ich muss dich warten. Gibt es einen schöneren Traum? Ja, den gibt es. Wenn du heute nicht da wärst. Boah, das ist fies, ne? Das wäre jetzt fies. Ja, das war auch gelogen. Erste Reihe. Ja, man macht sich so extrem unbeliebt gerade. Aber weißt du was? Ist mir egal. Es ist schon sehr ungewohnt, alleine die Achterbahn jetzt zu fahren. Ja. Aber wir machen das jetzt. Let's go. Also ihr werdet jetzt meine Reaktion sehen, okay? Und diese Reaktion ist immer, sie ist ehrlich. Sie ist ehrlich. Und ich sag dir eins, ich habe Angst. Ich habe mies Angst. Ach, wieder. Jetzt doch, oder was? Ja, ich habe immer Angst. Ich glaube an dich, Let's go. Ich würde gerne eigentlich so ein Bewerbungsfoto auf der Achterbahn. Ja, ich glaube, Lena oder Tommy macht jetzt einen Screenshot. Offizielle Bewerbung beim Moviepark. Jetzt auch, wenn man das 10-mal testet. Ist fest, ist fest, ist fest, ist fest. Ja, ist fest. Ist fest, ist fest. Und dann bewegt sich einen halben Millimeter. Ja. Was? Ist nicht fest. Ich werde aber auch mal, glaube ich, also falls ich die heute noch mal fahre. Ja. Tschüss. Jetzt geht's hoch. Geht hoch. Thank you.
vergessen. Ist vergessen? Gut, dass du nicht drauf warst. Ist noch alles trocken, Karl? Die Augen nicht, nein. Die Augen gar nicht mehr. Ich vergesse immer wieder, wie krass diese Achterbahn ist. Okay, jetzt gehen wir zu deinem Freefall Tower. Danja, du freust dich, oder? Ja. Also die Freude kann man dir im Gesicht eigentlich auch ansehen. Mein Frühstück freut sich sehr. Ja, ich glaube schon. Also wir werden natürlich, ey, bleib mal ganz kurz. Also die erste Fahrt findet jetzt statt ohne dich. Ne? Ja. Und danach, oh, es wird schön. Es wird super schön. Ja, du wartest dann hier, ne? Was? Ja, du wartest hier. Ich warte unten. Von hier. Ja, natürlich. Ja, okay, alles klar, dann geh ich schon mal rein. Let's go. Hat mir gerade gesagt, er hat nicht gefilmt, wo ich gesessen habe. Ich habe extra. Doch, ich habe gefilmt, aber ich habe dich nicht gesehen. Vielleicht sieht man es auf der Kamera, aber ich habe es nicht gesehen. Weißt du, wie weit oben? Ja, ich habe ja auch mitgefilmt. Da kannst du es dir ja dann angucken, warum der Spezialist. Du bist, nicht gefahren. Du bist nicht gefahren. Natürlich bin ich gefahren. Bin ich gefahren? Nein, sie ist nicht gefahren. Sie ist nicht gefahren. Sie hat doch genickt. Du bist nicht gefahren. Natürlich bin ich gefahren. Ey, dass du mir sowas antust, ne? Eine Frechheit. Leute, das Video mache ich jetzt alleine weiter. Danja fährt jetzt nach Hause. Sie hat jetzt Hausverbot, oder? Sie hat jetzt Hausverbot gerade im Moviepark bekommen. Also, falls ihr sie im Moviepark nochmal sehen solltet, darf sie hier nicht rein. Meldet das sofort beim Moviepark. Ne, sie darf hier nicht mehr rein. Okay, komm. Aber die Challenge musst du noch mitmachen. So, ja, liebe Grüße an dich, Kran. Ich bin hier gerade im Backstage. Wie gesagt, ich bin so oft schon damit gefahren. Und heute, ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht warum, aber heute habe ich irgendwie ein bisschen besonders viel Angst. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Aber ich traue mich heute nicht. Und deshalb habe ich gerade die freundlichste, wir haben wirklich, also die netteste Person hier. Alle sind nett, aber sie ist einfach der Mann. Sie hat mir hier ein Versteck gezeigt. Und jetzt bleibe ich einfach hier, warte, bis der Tower gefahren ist. Gehe dann zu Kran und erzähle ihm, wie krass es war, dass er mich einfach nicht gesehen hat. Ich meinte zu ihm, ich bin an einem richtig krassen Special Spot und dass er aufpassen soll, dass er mich auf ja filmt dort. Aber ja, ich bin hier. Ich bin hier und lege Kran mal wieder rein. Und das ist großartig, Leute. Das ist großartig. Aber die Fahrt ist cool. Also ihr solltet es auf jeden Fall mal machen. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gemacht, aber heute weiß ich nicht so richtig. Vielleicht ist es mir auch einfach zu früh. Vielleicht mache ich es später nochmal. Aber ich kann heute nicht. So, okay. Also, Danja ist nicht gefahren. Das Doch, gefällt mir gar nicht. Ich bin gefahren. So, du darfst jetzt drehen. Ich bin gefahren. So, und ich hoffe, wir können jetzt zusammen eine fahren. Ja. Und es ist Ghost Chasers. Ich glaube, die sind mir noch gar nicht gefahren. Nein, hier, oder? Gar nicht, die ist ein Nickland. Let's go! Danja, du bist ja nicht gefahren. Ich bin gefahren. Nein, kannst du ganz kurz aufführen? Also, nein, lass es. Wir gehen zur Achterbahn, let's go. Tatsächlich ja, aber die ist eigentlich ziemlich cool, ja. weil so rechts links ist die ganze Zeit. Ja. Na, also die ist eigentlich ziemlich cool, muss man sagen. Nehmen wir mit, machen wir. Also, und es gibt auch so gewisse Teile, da ist so ein bisschen Gehkraft auch dabei, ne? Bist du die jetzt doch schon mal gefahren? Einmal, ich bin nicht schon mal, aber nicht on cam. Ach so. Ich bin nicht on cam gefahren. Ey! Aber war gut, ey, zwischendurch.
Perfekt, perfekt. Also die war doch ziemlich krass, muss ich sagen. Ja, richtig krass. Ja? Besonders an der Seite immer. Also ich habe schon ein bisschen Höhenangst bekommen. Okay, so, wir drehen jetzt natürlich nochmal das Glücksrad und gucken, auf welche Achterbahn wir jetzt müssen. Jetzt sind wir bei der Studio-Tour und ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Achterbahn. Ich glaube, das habe ich schon in den letzten Videos ganz oft gesagt, aber dass das Glücksrad jetzt sich dafür entschieden hat, ist natürlich... Oh, klasse! Danja, bist du eigentlich für das Loch da verantwortlich? Ja, das war ich. Ja. Als ich das erste Mal mitgefahren bin, habe ich einmal festgetreten. Wie war das nochmal mit deinen Fahrkünsten? Sind top. Ja, für den Müll. Ich bin noch nicht abgegeben. Für den Müll. Ja, hallo, das war nur ein Monat, okay? Musst du nur einen Monat den Führerschein abgeben und das lag daran, dass so Personen wie Danja vor mir gefahren sind. Schon wieder, ey, es fühlt sich schon wieder so falsch an. Warum müssen wir immer hier lang? Immer. Wir müssen immer so vor... Hattest du mal ein bisschen Dankbarkeit in deinem Ich bin dankbar, aber wir machen uns voll unbeliebt damit. Jetzt sind wir gleich wieder in der ersten Reihe. Und also hier, die müssen aber vor, ne? Also hier. Du kannst dich nicht unbeliebter machen, als du schon bist. Also mach dir mal keine Sorgen. Ja, es ist schlimm, es ist schlimm. Es ist schlimm. Aber trotzdem, es ist cool. Nicht schon wieder heulen kann jetzt, ne? Wieso? Hab ich geheult beim letzten Mal? Ja. Wieso? Ja, du hast geheult. Ja, weil du so krass fandest. Diesmal nicht, bitte. Elmo. Mein Studio ist natürlich ein bisschen schöner, aber auch nicht so groß. Okay, das ist schöner, ist okay. Ihr habt gewonnen. Ist okay, Moviepark, ihr habt gewonnen. Okay, Danja. So, wir sind jetzt bei der letzten Achterbahn angekommen, aber natürlich nicht die letzte Challenge. Also checkt auf jeden Fall noch die weiteren Videos ab und auf jeden Fall den Moviepark nochmal. Jetzt heißt es... Ja, ich würde sagen Star Trek. Also, Star Trek. Also, die darf natürlich nicht fehlen, die Star Trek Achterbahn. Also, let's go. Ab zur... Also, ist mein Favorite. Kannst du mal aufhören, so nah zu kommen? Ich mach das. Das ist mein Move, okay? Leute, das war eine neue Glücksrad-Challenge hier aus dem Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen, Moviepark Germany. Und vielen Dank, dass wir hier drehen durften. Und für weitere Infos bitte die Infobox abchecken. Und es gibt eine ganz wichtige Sache. Und zwar... Es gibt nämlich wieder einen Code für euch, mit dem ihr viel günstiger Moviepark-Tickets bekommen könnt. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wir blenden hier jetzt gerade mal ein, wie der Code ist. Ja. Und dann könnt ihr damit im Online-Shop Geld sparen, wenn ihr hier Tickets kauft. Ja. Ist in allen Videos wahrscheinlich eingeblendet von uns, weil das ist natürlich nicht das letzte Video hier aus dem Moviepark. Es erwarten euch wieder tolle Challenges. Und das war die erste von mir. Und Danja, du hast dich gut angestellt. Danke. Auch wenn du nicht auf dem Freefall Tower warst. Ich weiß das. Auch wenn ich die Aufnahme noch nicht geprüft habe. Ich bin damit gefahren. Wir haben es doch alle gesehen. Ja. Ich wurde geprankt, aber ist okay. Ich habe es auch mal verdient. Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschö. Hey Leute, herzlich willkommen zu Ein Tag im Leben von Khan. Und wir starten natürlich mit einem Kaffee. So, brauche ich auf jeden Fall in meiner Batman-Tasse, wo ich die her habe. Kommt bald. Und wir haben so eine Kaffeemaschine, aber ich benutze sie gar nicht, wirklich gar nicht. Und jetzt wieder ein toller Moment. Klasse, wer kennt's? War klar. So, ich brauche meinen Kaffee, definitiv, weil es ist ziemlich früh, wirklich sehr, sehr früh. Man kann es sehen. Also wenn ich das jetzt schon hier sehe, würde ich am liebsten selbst wieder schlafen. Madame war heute sehr, sehr früh wach und ich brauche den Kaffee. Und ja, gleich heißt es auch Frühstück, aber zuerst erst einmal Kaffee. So, für alle, die Samira vermisst haben, hier ist Samira. Hallo, Sammy. Oh, die ist so süß heute Morgen. So, erstmal Kaffee trinken und dann muss ich Frühstück vorbereiten. Nicht für mich, sondern für Madame. Und das ist ihr Frühstück. Also jetzt nicht so viel, aber die isst auch morgens jetzt nicht so viel. Sie braucht auf jeden Fall Ei. Ne? Das liebt sie so. Und hier sitze ich, weil es wird gemeinsam gefrühstückt. Also ich schaue einfach zu, weil mein Frühstück kommt hier. Es gibt Kellogg's heute Morgen. Erst die Milch oder was? Was ist mit dir schiefgelaufen? So, zuerst einmal die Kellogg's. Habt ihr eigentlich Lieblings-Kellogg's? Also schreibt mal in die Kommentare. So, die schmecken wirklich super gut, sage ich euch. Wirklich sehr, sehr gut. So, dann kommt die Milch. Natürlich erst Kellogg's, dann die Milch. Also, was ist denn mit euch los? Schmeckt super. Ja, gut, dass ich sie jetzt... Was soll das denn? Mann, was ist das denn für ein Blick, Mann? Lass es doch sein, wenn ich das... Ja, Doppelkinn ist immer noch da. So, Sammy ist wieder da. Oh, endlich mal wieder was Schönes. Hallo, Sammy. You are my sunshine. Aber sowas von. So, geht's jetzt auch mal weiter? Ach so, ja, dann war der Tag für mich zu Hause auch vorbei. Oh, Überraschung. Ja, ich muss aus dem Haus raus. Meine Frau ist von der Arbeit gekommen und ich habe so eine Pflanze geschenkt bekommen. Die kommt ins Studio, selbstverständlich. Ich muss hier raus. Und ja, da sind ganz viele Schuhe, als hätten wir Besuch und ich muss jetzt los. So, Leute, da melde ich mich jetzt auch mal aus dem Auto. Keine Sorge, ich fahre nicht. Ich bin noch am Parken, also gleich fahre ich los. Mann, die schönen Kirschblüten, aber die fallen schon fast alle ab, also nur noch ein paar Tage. Ich habe es dann ja eigentlich schon gesagt, aber sie war noch nicht da. Wie dem auch sei, also der Morgen ist jetzt vorbei. Meine Frau ist jetzt da. Ich weiß, die Kamera ist voll ein bisschen am Wackeln. Es tut mir leid, dieser Vlog ist wirklich nur mit dem Handy heute gefilmt. Also der Morgen ist vorbei. Mittwochs und Donnerstags, der Tagesablauf relativ ähnlich. Also morgens bin ich dann zu Hause oder wir sind halt unterwegs und ich wollte heute halt nicht raus, weil das Wetter gut ist oder wir wollten raus, aber der Kinderwagen ist hier im Auto und ja, da konnte ich halt nicht drauf zugreifen. Aber wie dem auch sei, wir haben zu Hause ein bisschen gespielt, dies, das, wir haben gefrühstückt, habt ihr alles gesehen. So, wir haben jetzt, glaube ich, kurz nach 12 und dann fahre ich jetzt ins Studio. Die Pflanze ist mit dabei. Ich habe heute noch einen Arzttermin, weil es geht in den Urlaub. Wohin wohl? Schreibt mal in die Kommentare. Also ich werde es auch später im Video sagen. Ich nehme euch auch mit zum Arzttermin. Oder wird es wahrscheinlich viel zu berichten. Also ich kann da nicht so viel berichten, aber wie dem auch sei. So, jetzt geht es ins Studio. Ich muss noch die Thumbnails für heute machen. Und dann wollten wir noch ein Among Us heute aufnehmen. Und dann sind wir eigentlich auch schon mit der Produktionswoche für diese Woche durch. Ja, genau. Also ich fahre jetzt mal los. Oh, es sieht so schön aus hier. Okay, so. Angekommen im Studio bzw. Büro. Geht es jetzt auch ins Büro? Durch das Treppenhaus? Und mal gucken, wo ich das hinpacke. Boah, ist das schwer. Ja gut, mit einer Hand ist halt schwer, ne? Okay, Leute, so im Studio angekommen. Also tut mir leid, weil ich mit Handy aufnehme, gucke ich die ganze Zeit auf den Bildschirm. Ich versuche wirklich in die Kamera zu schauen. Also, wir sind jetzt im Studio angekommen. Es ist jetzt so 12.30 Uhr. Ich muss das Thumbnail, wie gesagt, gleich machen. Ich glaube, ihr habt den letzten Stand vom Studio noch gar nicht so wirklich mitbekommen, oder? Also, ich habe jetzt natürlich die Pflanze, ne, das Geschenk von einem sehr, sehr guten Freund, der jetzt hier nicht in Bielefeld wohnt. Ich muss gleich die Pflanze noch von der Folie befreien. Ich glaube, es kommt auch in den Hintergrund der Videos. Und da muss ich euch noch ein, zwei andere Sachen zeigen. Mache ich einfach mal. Okay, also diese Ecke kennt ihr ja, das vergessen wir mal kurz, das könnt ihr alles sehen, ne? Also das ist unverändert. Ich denke, die Pflanze packe ich jetzt gleich dahin, werden wir gleich sehen. Dann ist mein Play-Button angekommen für 100.000 Abonnenten. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr immer noch an meiner Seite seid. Also finde ich ein bisschen komisch, aber gut, okay. Und ich hatte ja gesagt, hier an die Wand soll was kommen. Und zwar hatte ich dafür diese Sachen hier bestellt. Und zwar für 4 Stück von diesen Akustikpanelen. Oder Panels, Akustikpanels, wie dem auch sei, 4 Stück. Die sind einerseits für die Akustik, aber auch für die Optik. Ne? Also, die haben das einfach mit so... Also, sorry. Was soll ich denn mit dieser riesen Palette? Also, ich bin die auch noch nicht losgeworden. Muss ich natürlich noch. Will ich jetzt die Tage anbringen? Ich weiß noch nicht, wann genau. So, dann habe ich ja natürlich meinen schönen Bowser noch hier. Hallo, Bowser. Ja, wir wissen, welchen Song du jetzt singen möchtest, aber wir lassen es. Das überlassen wir dann ja. Und mein Essen von gestern. Okay, Hashtag keine Werbung, aber es war wirklich sehr, sehr lecker. Okay, Leute. Ich mache dann das Thumbnail fertig. Dann müssen wir Among Us aufnehmen, also eine Aufnahme. Dann muss ich gleich zum Arzt und wie gesagt, dann nehme ich euch mit. Ich mache das einmal kurz fertig und für euch geht das ganz schnell. Also, let's go.
Okay, Leute, Thumbnail war fertig und auch die Aufnahme ist jetzt durch. Hat ein bisschen länger gedauert, weil Among Us hat momentan keine Ahnung, wie viele Probleme. Also es tut mir wirklich leid für alle, die mitgespielt haben. Keine Ahnung, es war nicht unser Problem, aber Tom war wieder schlechter Imposter, dann ja auch und ich war wieder nur Crewmate, was soll's. So, ich muss jetzt zum Arzt und dann nehme ich euch mit, weil ich muss noch geimpft werden, weil es im Juni nach Bali geht. Ja, wir fliegen nach Bali. Und da brauche ich ein paar Impfungen, habe ich mich für entschieden. Heute steht meine letzte an und kommt einfach mal mit. Also es waren schon ein paar, aber heute ist die letzte. Let's go, let's go. Ich bin jetzt da. So. Sieht schön aus hier. Sagt man das so? Aufzug. So, welche Etage? Etage 2. So, also wie gesagt, es geht ja nach Bali im Juni. Da habe ich mir ein bisschen schlau gemacht, was für Impfungen wir so brauchen. Also machen wir. Macht Sinn. Also auf jeden Fall. Das sind 2 Wochen dann in Bali ungefähr. 24 Stunden sind wir unterwegs. Also ich glaube, der eine Flug dauert knapp 12,5 Stunden und dann nach Istanbul 2,5 Stunden. Ja, da wollte ich aber auch ein Video machen. So, ich bin jetzt da. Let's go. So, okay. Termin ist durch. Jetzt geht es gleich wieder zurück ins Studio. Wir wollen noch ein bisschen aufnehmen heute. Und tatsächlich habe ich bisher nur Kellogg's heute gegessen. Also sollte ich mir vielleicht noch was zu essen holen. Aber bevor ich das mache, noch mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Also ich glaube nicht nur, sondern so ist es. Im Juni geht es nach Bali für knapp 2 Wochen. Da werden auch noch Videos kommen. Und ich versuche auch sozusagen Vlogs oder zum Beispiel, was ich auf jeden Fall filmen möchte, ist der Flug. Weil wir sind insgesamt knapp 23 Stunden unterwegs. Es geht erst nach Istanbul, dann von Istanbul nach Bali. Und in Istanbul haben wir auch 7 Stunden Aufenthalt und so, aber das wird ganz cool. Ich werde es auf jeden Fall filmen und ich hoffe auch dann hochladen, weil ich dann wirklich tatsächlich 24 Stunden sozusagen im Flugzeug bin. Also vielleicht nicht 24 Stunden, aber ich bin 24 Stunden unterwegs und wir sind dann halt die ganze Zeit im Flugzeug. Wird aber, glaube ich, ganz cool, weil wir auch in Istanbul sozusagen die Möglichkeit haben, eine Lounge zu gehen und da kann man halt verschiedene Sachen machen und so. Es wird ganz cool. So, ich habe jetzt die Vorbereitung, das war jetzt auch der letzte Termin bezüglich Impfung. Da hatten wir uns halt schlau gemacht und haben gesagt, hey, macht für uns vielleicht Sinn, weil wir hier und da vielleicht unterwegs sein werden und dementsprechend haben wir uns hier und da auch geimpft. So, okay, ich muss jetzt was zu essen. Ich brauche ganz dringend was zu essen. Ganz dringend. Also ich merke es schon. Können wir mal kurz darüber reden, was für ein heftiges Wetter momentan ist. Wir haben einfach über 20 Grad. Es ist so schön, die Sonne. So. Let's go. Mein Mittagessen. Pommes rot-weiß. Dieser Curry-Ketchup ist anders gut. Ja, ich hatte gerade einen Käsekuchen. Also den hatte ich auf dem Weg hier. Das Problem ist, da wo ich gerade bin, also der Döner meines Vertrauens ist halt am anderen Ende der Stadt. Und bis ich jetzt da hinfahre und dann wieder zurück, das dauert halt zu lange. Also komm, Pommes rot-weiß geht immer. So, ja, und das ist mein Mittagessen. Aber geht auf jeden Fall klar. Und ja, ich esse gerade im Auto. Ich fahre nicht mehr auf dem Parkplatz. Ist ja klar, also dass ich das überhaupt sagen muss, dass ich gerade nicht fahre. Also aber trotzdem. So, und es ist brutales Wetter, sage ich euch. Wirklich, guckt euch das mal an. Okay, das war einfach nur die Wand. Es wird jetzt gegessen. Dann fahre ich zurück ins Studio und dann nehmen wir weiter auf. Ja, ich weiß, es ist gar nicht so spannend heute, mein Tag. Aber so ist das manchmal. Und das ist auch ein spannender Tag. Also, ne? Okay, ich esse jetzt auf. Oh, hallo Khan, du bist ja jetzt auch im Studio. Achso, das sollte eigentlich Hermine sein und nicht Harry. Ja gut, okay. Falsche Synchro. Okay, das war wirklich schlecht. Okay, Leute, ich bin wieder zurück im Studio. Ich habe auch schon das 17 Uhr Video geplant und jetzt drehen wir noch ein bisschen was für nächste Woche, damit wir da vielleicht nicht so viel Stress haben. Ja, also das ist auch eine Ausnahme und dann ist der Tag auch schon fast vorbei. Also ihr seht, es passiert fast gar nichts bei mir, also gut ein bisschen was. Dann geht es nach Hause, da werde ich bestimmt auch vielleicht noch das ein oder andere filmen, ich weiß nicht, oder einfach nur wie der Tag aus ist, ich weiß es nicht. So, wir nehmen jetzt noch ein bisschen auf und das war's dann schon. Ne? Achso, die Pflanze, könnt ihr sehen, ist da gelandet. So, finde ich eigentlich sehr schön. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Die Person weiß es, aber sie sieht wahrscheinlich das Video gar nicht. Ja, das ist bisher mein Tag. Also die Pommes war gut, aber ich merke so, okay, ich hätte was anderes essen müssen. Wie immer. Okay, Leute, wir haben jetzt 19 Uhr. Die Aufnahmen sind durch und ja, was soll ich sagen? Mein Kopf ist jetzt auch durch. Okay, ich merke auch jetzt am Ende des Tages erst, ey, ich habe doch die ganze Zeit das Handy-Stativ dabei und ich hätte das einfach nutzen können, dann hätte ich es nicht... Es ist wieder typisch, es ist wieder typisch. So, Leute, der Tag ist jetzt fast vorbei. Es geht jetzt nach Hause. Ich ziehe jetzt kurz die Dateien rüber, weil ich lade die dann meistens von zu Hause über Nacht dann hoch für Lena und Tom. Und dann reicht es auch langsam. Also gleich meldet sich bestimmt auch nochmal meine Frau. Ja, wenn es dann zu Hause etwas ruhiger ist, ne, ihr versteht schon,
dann melde ich mich, glaube ich, nochmal. Ich fahre jetzt nach Hause, mache alles soweit ready und dann ist der Tag eigentlich auch schon vorbei. Und wie gesagt, das ist schon so ein wirklich sehr, in Anführungszeichen, spezieller Tag, weil ich hier und da Termine hatte. Aber sonst ist das halt ein Tag in meinem Leben so, wisst ihr? Und vielleicht könnt ihr dann auch verstehen, weil ich hier und da vielleicht nicht so viel Zeit habe für TikTok und so. Montag und Dienstag ist der ganze Tag Aufnahmen, ne, also YouTube-Aufnahmen. Mittwoch und Donnerstag so ein halber Tag, beziehungsweise jetzt nur so ein Vierteltag. Aber wir haben jetzt auch ein bisschen länger durchgezogen mit Danja. Dementsprechend, ja, ist das soweit jetzt auch okay. Und ja, dann habe ich halt nicht mehr so viel Zeit für TikTok und ne, ich würde es ganz gerne machen, aber das dauert noch ein bisschen. Ich weiß, ich sage das immer wieder, aber es ist so. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen spontaner da sein. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. So, ich fahre jetzt nach Hause. Wir haben jetzt, wie viel? Halb zehn? Ja, also, ein Monster schläft schon. Zweites Monster schläft. Also, Samira schläft gerade auch schon. Ja, und zwei Monster sind noch wach. Erzähl ruhig weiter, du wolltest über den Urlaub erzählen, habe ich auch schon im Vlog erzählt. Ja Leute, ihr müsst wissen, für uns ist das was extrem Besonderes, also ich glaube für viele Menschen. Und also ich ist der erste Langstreckenflug mit Kind. Mit Kind, ja, richtig, ja, mit Kind. Also ja, mit Kind. Ja, wir waren ja schon in Malaysia, aber diesmal wird der Flug ein bisschen anders für uns. Aber das, wie gesagt, ich will das ja auch filmen und alles drum und dran und daraus so ein Video machen. Werdet ihr dann sehen. Also es wird ein sehr besonderer Flug für uns oder zwei besondere Flüge. Oder insgesamt vier, wenn man Rückflüge noch mit einbezieht. Ja, und wir haben jetzt noch das letzte Hotel gebucht, weil wir in zwei Hotels bleiben, also in zwei verschiedenen Orten. Einmal im Dschungel und einmal im Strand. Ja, und das haben wir jetzt fertig. Also jetzt haben wir haben alles gebucht, oder? Ja, nur noch die Reiseapotheke. Ja, stimmt. Also Ja, genau, ein paar Sachen halt, die wir brauchen, weil ich meine, es kann immer mal wieder sein, das weiß man auf Reisen, besonders bei mir, Magenprobleme. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall wild, in einem Monat fliegen wir. Ja, willst du noch was sagen? Gute Nacht. Ja Leute, das war mein Tag. Ich kann jetzt nicht so laut sein, weil wenn ich jetzt zu laut bin, dann ist das größte Monster überhaupt wach und das wollen wir nicht. Okay, Leute, das war mein Tag. Ich weiß nicht, ob es besonders war oder nicht. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich werde auf jeden Fall versuchen in nächster Zeit. Weil ich habe jetzt oft, also ich habe den ganzen Tag zum Beispiel mit dem Handy gefilmt. Und das ist deutlich für mich besser, so weiß ich nicht, als mit der Kamera die ganze Zeit. Okay, meine Frau interessiert das gar nicht. Absolut. Wenn ihr den Blick jetzt seht, sie interessiert das einfach gar nicht. Soll einfach nur ruhig sein. Okay, Leute, das war's. Mein Tag. Ja. Vielleicht finde ich nochmal einen besonderen Tag. Macht's gut. Tschüss. Ach ja, Leute, also, ich weiß, das sieht jetzt nicht so appetitlich aus, das ist dieser Mango-Maracuja-Kuchen und das ist mein Stück und das ist das Stück meiner Frau. Mann, ich habe das auf der Gabel balanciert und dann ist das runtergefallen. Auf den Boden? Auf die Arbeitsplatte, Mann. Hast du das sauber gemacht? Ja, ich glaube schon. Ja, hab ich sauber gemacht. Ja, das noch zum Abschluss. Darf ich das Stück essen? Nee. Ach ja, gut. Dann hier dieses Spiegelei, oder? Warum sieht das aus wie Mais? Ready? Ja. Let's go. Let's go. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal InsCareTastic. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und wir werden heute eine schöne Glücksrad-Challenge spielen. Dieses Intro mache ich nie wieder. Warte doch erstmal, du weißt doch gar nicht, worum es geht. Warte, könnt ihr mal aufhören, hier die ganze Zeit zu... Nicht anfassen, okay? Nicht anfassen. So, wir spielen heute eine Glücksrad-Challenge mit WhatsApp. Das Glücksrad entscheidet, wem wir heute eine komische Nachricht schreiben müssen. Die komische Nachricht wird natürlich formuliert von den anderen. Ja. Ihr sagt, ich bin wie so ein Kleinkind. Ihr seid viel schlimmer. So, okay, die erste Nachricht, die raus muss, ist von Danja. Und die geht an folgende Person. Sie geht an... Oh, Kahn bestimmt! Also ich bestimme, an wen sozusagen die Nachricht geht und auch was drinne steht. Na dann, okay? Na leg los. Geht an Flo. Ja. Ich glaube, du weißt schon, in welche Richtung das geht. Ich werde wahrscheinlich jetzt schreiben, Flo, ich möchte, dass dein gelben Anzug zur Hochzeit trägt. Nein, du schreibst bitte folgendes. Okay. Schatz, Komma. Mhm. Wie beim Diktat. Ich weiß, es klingt etwas komisch, aber für eine Videoidee würde ich gerne, Komma. Keine Ahnung, ob ich auf die Zeitsetzung gedacht habe. Dass du einen gelben Anzug trägst. Mhm. Abschicken. Ich weiß, ist weird, aber ich glaube, das könnte ein gutes Video werden für die Hochzeit. Nur eine Nachricht, fertig. Okay, wir warten zwischendurch auf die Antwort, wenn was kommt, ne? Okay,
Ich bin dran. So, was steht da? Oh, an einen YouTuber. Okay, also das dürft ihr beide jetzt bestimmen, ne? Also bei, wenn, da steht, sagen, wenn da steht, Kahn, Danja oder Lena bestimmt, dann bestimmt sozusagen die Person alles und dann wen. Ja. Aber das dürft ihr jetzt beide bestimmen. Also an welchen YouTuber? Ja, genau. Ich würde über Discord vielleicht schreiben. Dann an Amok. Okay, habe ich auch schon auf. Hat er auch schon auf. Ja, weil wir gestern auch geschrieben haben, alles gut. Schreib ihm mal, hallo Aberok, wollen wir heute Abend mal telefonieren? Ich habe eine richtig coole Idee. Und dann so ein Smiley dahinter. Nein, das war's. Aber das gehört doch noch dazu. Nein, das gehört nicht, das war bei mir gerade auch so. Ja, da hättest du auch einen zweiten Satz zweite Nachricht, aber du kannst ja jetzt ein Emoji dazu machen. Ja, was denn für ein Emoji? Ich mache jetzt nicht so ein Du sollst diesen Emoji mit den Herzchen drumherum. Ah, das hier? Nee, der, warte. Warte, du nicht mein Handy anfassen. Ja, warte, da war er. Das? Ja, genau. Okay, alles klar. Gut, ist abgeschickt? Ja. Okay, so, alles klar. Ich habe übrigens eine Antwort von Flo bekommen. Ach so, ja. Oh. Die wäre? Punkt, 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 jetzt? Fragezeichen. Nee, du darfst nicht. Ach so, ja, vielleicht, wenn er nochmal drankommt. So, Lena, jetzt bist du dran. Show me. Mutti. Ja, hi Mama. Okay, welche Nachricht? Ich weiß was. Ich hab Angst. Danja hat mich echt enttäuscht. Punkt, Punkt, Punkt. Kennt sie Danja? Sie kennt sie, aber der Name... Okay. Das. Willst du dann schreiben, meine Chefin hat mich sehr enttäuscht? Willst du das schreiben? Kann sie damit mehr anfangen? Damit kann sie. Okay. Also sie kennt ich dich wurde dann. Gekündigt. Nein, das ist immer so dieses... Nein. Dann kommt der Anruf. Meine Chefin hat mich gekündigt. Kann ich nicht mal bei der Noah anrufen, ob deiner Mütze steht? Ich glaube, das ist von der Marke. Also meine Chefin hat mich enttäuscht. Punkt, Punkt, Punkt. Und keine Emojis. Ja, ist ja schon auch abgeschickt. Danja? Ich hoffe, sie ist draußen mit dem Hund und das sieht kein Internet. Okay, Danja, du schreibst eine Nachricht auch an deine Mutter. Ja, großartig, die Mami. Okay, Lena, möchtest du vielleicht mal sagen, was Danja schreiben soll? Ich guck mal, ob aber auch schon geschrieben hat. Hm. Sagst du mal Hi Mama oder gehst du direkt los? Dazu sage ich jetzt nichts. Kahn hat dieses Mal übelst übertrieben. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist wahrscheinlich eine Nachricht, die sie ständig bekommt. Nee. Okay, während du das schreibst, drehe ich schon mal. Und es ist für... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Danja bestimmt. Ja. Was ich tue? Du darfst bestimmen. Du darfst bestimmen. Ja, an wen? Ich liebe es. Also es muss keine Person sein, die du unbedingt kennst. Ne? Es kann ja auch sein, dass du das keine Ahnung. Du schreibst. Bester Freund, beste Freundin, was weiß ich. Schlechteste Mitarbeiterin. Links. Schreib an deinen Vater. Ja. Ich schreibe mal auf Türkisch, dann checkt er, dass das ernst meine. Ja, schreib auf Türkisch. Ja. Schreib, ich hasse Fußball, ich werde nie wieder Fußball spielen. Der wird bestimmt anrufen, der macht das immer, wenn so eine random Nachricht kommt und sagt, was soll das? Okay, aber gut, der ist gar nicht bei WhatsApp. Mal gucken, was passiert. Tausch okay. Gar nichts einfach. Okay, alles klar. Lena, hast du eigentlich eine Nachricht von deiner Mama bekommen? Nee, gerade noch nicht. Du? Nein. Ich glaube Tom! Oh! Ach, Tom! Ich weiß dafür, dass wir... Sowas. Mal so ein bisschen so, wir jetzt ein Sneaky-Move. So ein bisschen über uns lästern. Ja, würde ich auch sagen. Das will ich jetzt, dass wir jetzt. Ja. Sagen. Über dich oder über mich oder über uns beide? Ach, das ist beide. Ja nichts Neues über uns hier. Beide. Das ist ja nichts Neues, haut rein. Okay, ich würde vielleicht sagen. Boah, was könnte so richtig. Haut raus. Hast du auch eine Mail von Kahn und Danja bekommen? Fragezeichen und dann noch, warte, in der gleichen Nachricht. Und das soll da drin stehen? Ja, ich habe sowas im Kopf wie, oh, warte, nein, stopp. Ich hätte jetzt über... Ich hätte jetzt gesagt, so, die haben mir aus Versehen zu viel Gehalt überwiesen oder so. Ja, und das so oder... Oder ich hätte jetzt gesagt so irgendwie sowas wie, du, wir sind gerade am Aufnehmen. Mhm. Kahn und Danja haben gesagt, dass Homeoffice ab nächsten Monat nicht mehr drin ist. Komm, mach das mit dem Gehalt. Schreib mal Tom, Fragezeichen. Hast du auch 1500 Euro zu viel überwiesen bekommen diesen Monat? Nee, mach mal mehr. Mach mal 5000 Euro. Mach 5000. Also hast du auch 5000 Euro zu viel überwiesen bekommen? Von Kahn und Danja, damit du auch weißt, worum es geht. Nein, schreib mal, meinst du, das war ein Fehler, Fragezeichen, oder soll ich einfach nichts sagen? Dann kannst du schreiben, wir können uns das auch aufteilen. Wir teilen uns das doch auf. 50-50. Meinst du, das war ein Fehler? Fragezeichen oder sollen wir das? Hat deine Mama schon geantwortet? Einander. Ja, nee. Aber das, ja. Der arbeitet. Willst du noch ein Smiley dahinter? Nö. Kein Smiley, nö. Einfach nur so. So witzig, Tom ist nicht am Arbeiten, aber trotzdem ziehen wir ihn immer wieder mit ein. Ja. Okay, ist weg. Okay, Danja, das Glücksrad sagt, du musst. Vor Tom schreibt bitte zurück, ja komm, lass auf. Meine Mama ist zu Hause. Okay, bei dir ist es.
schläft nur. Oh no. Okay, was hat er nochmal geschrieben? Jetzt? Fragezeichen. Habt ihr eine Weddingplanerin oder Weddingplaner? Nein, wir haben nicht. Und unsere Trauzeugen. Ja, dann kannst du ja schreiben den Namen der Trauzeugen. Also jetzt nicht öffentlich, sondern da reinschreiben. Ich möchte das als Programmpunkt sozusagen in die Hochzeit mit einnehmen. Dann muss ich aber die Person, die für das Programm verantwortlich ist, nehmen. Ja, dann mach das. Sorry. Und dann schreibst du noch, welche Größe hast du nochmal? Ich schreibe, in welche Größe soll ich bestellen. Genau. Gut, okay. Ja, meine Mutter. Hat sie geschrieben? Wieso? Fragezeichen? Oh ja, da darfst du jetzt aber noch nicht antworten. Nein. Sondern gleich vielleicht. Ich bin gespannt darauf, was Tom antwortet. Oh nein, es geht Tom nicht los. Hat Tom geantwortet? Nein, meine Mama. Was hat sie geschrieben? Bist du gekündigt worden? Ja, also, ist gar nicht so unwahrscheinlich bei Lena. Wenn ich da gleich nicht antworte. So. Ja, es ist bei mir tatsächlich meine Mama. Ja. Guck, was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Guck mal. Mein Vater ruft gerade an. Ja, warte. Mama? Hallo? Ja, hallo. Bei der Arbeit. Ich melde mich gleich, okay? Ich melde mich gleich. Ciao. Guck mal, ey, jetzt ruft die Mama auch an. Was ist denn hier los? Was soll ich machen? Ey, jetzt ruft ihr die ganze Zeit. Guck mal. Weil dann ruft einfach keiner an. Was soll ich machen? Ja, du gehst jetzt ran. Ja, jetzt zu spät. Ja, wir sind wie so kleine Kinder. Ah, Flo hat mir geschrieben. Du veräppelst mich gerade. Keine Antwort. Ey, mein Vater ruft an. Lenas Mutter ruft an. Und meine Mutter so. Gelesen. Tschüss. Ja. Also mein Vater war gerade dran und hat wieder gelacht. Ja, was soll das denn? Ja, meine Mama kennt das ja auch. Und ich habe gesagt, ich melde mich nach dem Video. Meine Mutter. Aber ich hätte jetzt eigentlich sagen müssen, ja, ich will kein Fußball mehr spielen. Ja, es war dumm. Okay. Lena, vielleicht darfst du ja jetzt deiner Mutter antworten. Ich will nicht mehr. Wenn jetzt Mama kommt und richtig. Es ist Bruder, Schwester. Ich habe keine Geschwister. Okay, dann müssen wir nochmal drehen. Ich hätte eigentlich gesagt, ich habe Geschwister. Bringt. Ja, du selber darfst bestimmen. Will ich's aufklären oder will ich... Das darfst du bestimmen. Ich rufe sie danach an, alles gut. Also Flo hat gefragt, ob ich ihn veräpple. Der hat das schon gerochen im Braten. Warte, stopp. Warte. Vielleicht kommt's ja nochmal. An wen schreibst du? Ach komm, ich nehme meinen Papa. Okay, was schreibst du da jetzt? Hallo, sag es doch. Hab einen schönen Tag. Ja, okay. Langweilig. Muss man auch mal machen. Okay, ich würde sagen, jeder noch zwei Nachrichten. Es ist für Danja, ja, also es steht zwischen Danja bestimmt und Partner. Ich würde mal nochmal drehen, weil es ein bisschen spannend bleibt. Es ist Lena, du darfst bestimmen bei Danja. Danja? Ja. Was war die letzte Nachricht an Flo? Gib mir nochmal kurz die Conversation. Also, du machst wieder alles kaputt. Nein, Ruhe. Flo hat das letzte Mal geschrieben, du veräppelst mich gerade, oder? Mhm. Also auf die Nachricht sozusagen, dass das ein Programmpunkt werden soll. Welche Größe Programmanzug soll ich bestellen fürs Programm? Nein, ist mein totaler Ernst. Okay. Vielleicht noch sowas wie, wird glaube ich ganz witzig. Ich glaube mal, nein, ist mein voller Ernst. Weil das ja, und dann vielleicht sowas, wird wahrscheinlich witzig. Und dann sowas wie, ich möchte es eigentlich auch nicht, aber... Nee, wenn du das wieder hinzufügst, dann kommt der Witz... Dann ja, aber sowas wie, ich weiß, so, das war nur ein... Du sollst die Klappe halten, Lena bestimmt. Nein, ist mein völliger Ernst. Das passt wirklich. Kannst du mal aufhören? Du. Eure Haare hier zu verteilen? Nein, kann ich nicht. Ich vermute mal, deine sind, dass die hier ausgefallen sind. Das ist wahrscheinlich lang. Okay, bei mir ist es... Nasenhaar. Ja, Lena, du darfst wieder bestimmen. Was ist denn hier los? Mama. Okay, was soll ich an Mama schreiben? Ich hoffe, du weißt. Sag Papa, er soll mich anrufen. Jetzt dreht meine Mutter echt. Ach, warte, guck mal. Hat aber auch geschrieben. Ja, hey Kahn, mit dir will ich jeden Kontakt vermeiden. Du hast mich im Roblox Clash und Elimination Time besiegt. Und dann noch so ein Emoji von ihm. Geil. Das ist ja cool. Das will ich auch haben. Hey, wie witzig. Sorry, aber auch. Okay. Auch dieser Kuss-Emoji dahinter. Das ist kein Kuss. Natürlich. Ach so, von ihm. Ja, Küsschen zurück. Ja. An deine Mama? Ja. Ganz ehrlich, Mama, ich kann das einfach nicht mehr. Danja und ich, das bei YouTube, das wird langsam nichts mehr. Oh, das ist gut, weil sie guckt auch die Videos. Ich schreibe Danja und ich werden keine YouTube-Videos mehr aufnehmen. Und jetzt? Sie ruft dich dann auch direkt an. Meine Mutter beharrt auch auf eine Antwort. Okay, habe ich geschrieben. Okay, Lena, vielleicht darfst du ja jetzt an deine Mama schreiben, wenn das Glücksrad das sagt. Random! Random! Also Leute, ciao! Wollen wir Mama sagen? Warum random? Random ist doch durchscrollen und irgendwo drauf tippen, oder? Nein, das nicht, sondern wir bestimmen random jemanden. Kann ich meiner Mama bitte antworten?
Mama. Wir bleiben bei deiner Mama und du schreibst jetzt bitte... War alles nur ein Scherz. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Du schreibst... Das ist so krass. Was hast du nochmal geschrieben? Meine was? Meine Chefin hat mich enttäuscht. Ja, wieso? Genau. Bist du gekündigt worden? Was ist denn los? Sag was. Dann kannst du schreiben, sie ist die größte Furie... Jetzt schreib! Die ich jemals erleben durfte. Jetzt geht's ernsthaft? Ja! Ist aber noch nicht abschicken. Aber der andere ist der einzige Grund, warum ich weitermachen werde. Ja, streichel dir noch mehr diese... Boom! Ja, ja, streichel dir ruhig mal die Bilder. Ich will nicht weiter tippen. Und mein Bestes geben möchte. Darf ich... Und mein Bestes geben möchte. Darf ich hinschreiben, aber der andere, Tom? Nein, darfst du nicht. Der Kahn meint sich ja selber. Ja, deswegen will ich ja... Jetzt mach! Aber der andere ist der einzige Grund, warum ich bleiben werde. Weil seine Arbeit... Komm, guck dich doch noch mehr in den Himmel. ...mehr als nur eine Kunst ist. Alter, ich kann nicht mehr. Das ist ja so unangenehm. Er ist... Sag mal, wie viele Sätze jetzt reicht Punkt, hier aber? Punkt, er ist... Nein! Letzter Satz, nein. Letzter Satz, letzter Satz. Er ist... Ich kann nicht mehr. Er ist... Letzter Satz, versprochen. Letzter Satz. Er ist... Perfekt. Flo hat dir geschrieben, übrigens. Was hat er geschrieben? Gelb. Ja, kannst du abschicken, los. Schick es ab. Das Video ist doch gleich vorbei, du kannst gleich telefonieren. Keine Sorge. So, letzte Runde. Ey, das ist ja nicht mehr zu fassen. Ich fasse das Handy nie mehr an. Das ist... Okay. Okay, Danja, deine letzte Nachricht geht an Tom. Ja. Ich wäre dafür, dass wir das verbinden mit den 5000 Euro. Mhm. Ich denk gar nicht mehr nach. Okay, was soll ich Tom schreiben? Muss das jemand bestimmen hier gerade, oder? Ja, wir beide machen das. So. Tom, es gibt einen Bonus diesen Monat für euch beide. Oh, der freut sich dann schon voll. Also kommenden Monat, weil das Gehalt ist ja... Ja, komm, wir machen auch im kommenden Monat. Ja, werden wir auch wieder, kommenden Monat zahlen wir auch wieder mal einen schönen Bonus. Komm, ist auch okay. Schreib mal, Lena, haben wir den schon gezahlt? Ihr bekommt beide 50 Euro von uns. Oder ich schreib hätte, mal, Lena hat auch nur 50 Euro bekommen. Ich hätte eigentlich auch gesagt, jeder bekommt 2500. Nein, 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 nein. Okay, meine letzte Nachricht geht an Random. An wen soll ich schreiben? Ihr dürft es aussuchen. Du schreibst an deine Mama. Habe ich doch gerade schon. Ja, und Lena hat vorhin auch ja, gesagt, okay. Meine Mama schon. Ja, okay, aber ich habe noch keine Antwort. Das ist halt das Problem. Ach so, was... Ja, ist aber ein bisschen... Ja, du schreibst jetzt an deine Mama, dass du richtig Mist gebaut hast und ich nicht mehr mit dir rede. Oh! Lena? So, bevor du die letzte Nachricht gleich versch... Aber Lena hat richtig Probleme gerade. Lena! Weil ich glaube, von uns kennen die das, ja, aber von Lena halt nicht. Vor allem, sie kennt ich ja auch nicht. Okay, Danja, du darfst bestimmen in der letzten Nachricht! Was hat deine Mama geschrieben? So, du pack mal das Glücksrad kurz nach hier unten. Was hat sie geschrieben? So, was hat deine... was für Nachrichten hast du bekommen? Komm mal ins Bild, Mann! Du hattest doch gesagt, die wäre okay. Wer von denen ist denn dein Chef? Sie oder er? Okay, letzte Nachricht. Du schreibst jetzt, ich hab sie vollkommen falsch eingeschätzt. Sie hat mich gerade eine Stunde im Gespräch angeschrieben. Ey, ich sag's dir. Ja, Leute, also eine Challenge, die ihr definitiv nicht spielen solltet mit euren Freunden oder Familie. Weil das geht voll nach hinten los. Bei uns rechnet man immer ein bisschen damit, ne? Die Reaktion war schon sehr witzig. Auch, dass wir gleichzeitig teilweise angerufen ja, wurden. Wirklich. Und natürlich Danjas Mutter einfach so sich denkt, ja, okay. Also Abok hat geantwortet, Flo hat geantwortet. Mein Vater hat angerufen, Danjas, Lenas Mama hat angerufen und ist sehr besorgt. Am besten lösen wir das gleich mal auf, ne? Oder auch nicht. Oh Gott, was hat denn... Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Ja, du kannst ruhig stehen bleiben die ganze Zeit, wenn du möchtest. Okay. Also, ich muss auch nicht ins Bild. Okay, dann bleib kannst ich hier. Ein bisschen da bleiben. Kannst du bitte wieder raus? Du kannst aber eigentlich auch da in der Ecke stehen. Ich nehme dich. Okay, dann gehe ich. Oh, jetzt komm, entspann dich. Ja, jetzt gucken wir mal, was du schon wieder angerichtet. Das Problem ist, sie ist jetzt hier bei mir. Das heißt, wenn die Leute sie gleich sehen, habe ich das Problem, nicht sie. Kommst du jetzt mal bitte rein? Können wir jetzt mal starten? Ja! Was? Leute, herzlich willkommen zur ersten Challenge hier im Studio zu dritt. Yay! Wir freuen uns. Wir spielen heute eine Runde Wer bin ich? Aber nicht in Brookhaven.
sondern tatsächlich das originale Wer bin ich. Aha. Das kann auch Was bin ich sein. Ja. Also jetzt, vielleicht lässt ihr ein bisschen Kreativität sozusagen falten und macht mal was Witziges. Ich weiß, für euch sehr ungewohnt, was Witziges zu machen. Außer ihr seid tollpatschig. So, wir starten direkt die erste Runde. Wir machen das einmal so, Danja, ich für dich, du für Lena und Lena, du für mich. Okay? Bitte nicht drauf gucken. Okay. Oh, jetzt habe ich, Lena, jetzt habe ich deins gesehen, du musst neu machen. Achtet darauf, dass eure Zettel erstmal dahinter sind, bitte. Also packt das ganz vorne hin, ja, weil sonst kann man durchgucken. Mhm. Also wir tauschen dann einfach komplett den Zettelblock. Mhm. Hallo. Tschüss. Es dauert wieder 10 Jahre. Okay, pack's vor deine Zettel sozusagen, dass man es nicht sehen kann. Okay, so, du bekommst jetzt meinen Zettelblock. Der geht an Lena. Ich habe gesagt davor. Wieso, wieso, guck mal, wenn ich das jetzt so zeige, so, könnt ihr das sehen? Ja. Könnt ihr das jetzt sehen so? Ja, ja, du könntest sehen. Ja, ja. Oh, jetzt hast du es doch. Ich hab's nicht gesehen. Achso, nee, hier hat's nur durchgedruckt, dann ist gut. Gut, okay. Dann gib her. Ah nee, du kannst es trotzdem sehen durch das Licht. Ich krieg zu viel, ehrlich. Ich bin nur von so, von sonst so, halt's dir von, doch so hier von so dummen Menschen halt's umgeben. Es soll einfach so sein, Mann. So kann ich doch auch nicht dann sehen. Dann hatte ich doch richtig. Ja, okay. Ja, aber du sollst davor was machen, dass ich nicht durchgucken kann. Da hatte ich doch. Ja, ist doch okay, dann ist doch in Ordnung. Ja. Was hast du dann gemacht? Lena, du bist andersrum. Halt. Andersrum? Ja, so. Okay, so ihr könnt es sehen, einmal richtig in die Kamera zeigen. Mhm. Hast du bei Danja gesehen, was bei Danja steht? Ja. Okay. Das findest du auch wieder nur du. Okay, Danja, du darfst gerne starten. Bin ich ein Mensch? Okay, ich glaube, wir können den Zettel runter machen. Bin und dann Mensch? Ist es hier eingefügt, okay? Okay. Bin ich ein Mensch? Nein. Ist sie nicht, sie ist kein Mensch. Nein, ich warte auf deine Achso, Frage. Achso, du machst weiter, wir machen immer so, sorry. Achso. Also jetzt bist du dran. Bin ich denn ein Mensch? Oder eine Person? Boah, kannst du noch mal kurz zeigen? Also... Ich hab's nicht mehr im Kopf. Achso, nein, bist du nicht. Sie ist kein Mensch. Nein, nein, kein Mensch. Sie ist eine Maschine! Ja, also du bist kein Mensch. Nee, okay. Okay, bin ich ein Mensch? Nein, nein. Okay, alles klar. Bin ich ein Teil eines Menschen? Ja. Ich hab schon vergessen, was man... Also, bin ich ein Körper... Oh. Bin ich ein Körperteil? Eigentlich nicht, oder? Ist das ein Körperteil? Eigentlich nicht. Eigentlich, ja, eigentlich nein, nicht. Eigentlich nicht. Ist kein Körperteil. Okay. Was hast du denn aufgeschrieben? Ey, ohne Witz, bin kurz davor wieder rauszugehen, das ist ja echt... was hast du denn aufgeschrieben? Ja, willst du nicht wissen? Wenn es für Lena schon zu viel ist... Ja, jetzt ist es auch für mich zu viel! Oh Gott, was hast du da hingeschrieben? Okay, keine Person, also ein Gegenstand. Warte, wer hat das für mich aufgeschrieben? Danja. Dann kann es ja nicht ganz so schlimm sein eigentlich. Du musst die richtigen Fragen stellen. Bin ich ein Gegenstand? Nein. Warte, also, lass sie ausreden, lass sie ausreden. Oh, okay. Ja, mach ruhig. Okay, nee, nein, das stimmt, du bist kein Gegenstand. Kein Gegenstand. Nö. Okay, ich mache weiter. Ich bin keine Person, habt ihr gesagt. Mhm. Bin ich ein Teil dieser Crew? Also gehöre ich irgendwie, hat das was mit uns dreien zu tun? Nein. Mit uns allen dreien oder mit einer Person von uns? Sozusagen? Ja, mit einer Person von uns dreien sozusagen. Naja, auch wieder so schwierig zu beantworten. Aber ich würde schon sagen, ja. Ja, okay. Hängt es mit Danja zusammen? Ja. Ja. Okay. Ist es etwas, was ich bei Danja sehen kann? Meinst du hier? Also optisch, also. An mir jetzt als Person? Ja, als Person, ja, ja. Nein. Okay, alles klar. Bin ich wieder dran? Ja. Alter, warum lachst du denn so? Ich will nicht mehr. Bin ich irgendwas Ekliges? Yeah. Ja, bist du. Ich komme nie. Was denn? Ich komme einfach nie. Was denn? Ich hab nie wieder. Ja, geiles Tor. Das gehört dazu. Stinke ich? Also, es kann sein, es kann sein. Es kann sein, muss aber nicht. Eigentlich nicht. Nein, danke, nein, danke. Nein. Es ist ja auch, nein, nein. Ey, was dann passiert, ist gleich off-camera, das sage ich euch aber. Du schneidest ja das Video, also kannst du machen, wie du willst. Nee, wenn die Kamera aus ist, dann muss ich... Hä? Ja. Was hast du denn da aufgeschrieben? Ja, also wenn jetzt noch zweimal Nein kommt, dann machen wir was Neues. Na, also dann lösen wir auf, weil sonst dauert natürlich zu lange. Wir wollen ja ein paar Runden spielen. Okay? Mhm. Lena, du bist? Bin ich irgendein Körperteil? Ja, schon. Also, ja. Aber auf einer Metaebene. Genau, vielmehr auf dieser Ebene. Also es ist jetzt, ja, es ist dann, ja. Also meins ist deutlich einfacher, was das angeht. Ja.
Ja. Hat es irgendwas mit uns zu tun, mit einem von uns? Ja. Ja. Hat es was mit mir zu tun? Nein. Nein. Okay, ich mach weiter. Es hat was mit Danja zu tun. Ja. Es ist etwas, was man nicht bei Danja sehen kann. Mhm. Es ist etwas, was von ihrem Charakter abhängig ist. Also ist das irgendein Charakterzug oder sowas? Bruder, das wird wild. Ja, Danja, du bist? Alter, was hast du denn hier aufgeschrieben? Wir geben uns... Dick an Kants Humor? Wir geben uns gleich mal eine Tipprunde, damit wir ein bisschen weiterkommen. Geh mal in den schwarzen Hirn rein. Bin ich mein Vor? Nein. Okay, warte, wir geben jetzt mal kurz an alle Tipps, okay? Wir haben jetzt dreimal Nein gehört. So, bei dir hat das was mit mir zu tun. Mhm. Es ist der größte Teil von Kahn. So, bei dir ja. Hat es was mit Lena zu tun. Mit Lena, okay. Und was ist bei mir? Ich habe schon rausgefunden, dass es was mit Danja zu tun hat. Also ihr dürft jetzt nicht sagen, dass es was mit dir zu tun hat. Dann müsst ihr ein bisschen weiterhelfen. Es ist einer meiner Gegenstände. Okay, alles klar. Dann darf Lena weitermachen. Ich darf weitermachen. Also wenn du es hörst, dann ist klar, dann denkst du, ich hätte eigentlich schon direkt nach der ersten Frage draufkommen Also drauf eine Charaktereigenschaft? Ja. Ja. Angeberei? Ja. Im übertriebenen Maßen, nicht nachzuvollziehen? Ja. Aber worunter könnte man das zusammenfassen, Lena? Nervig. Das ist so ein Fachbegriff. Angenommen, du würdest jetzt versuchen, Kahn so psychologisch auseinanderzunehmen. Nervig, grundlos nervig. Ja, ja, das ist ja eine Eigenschaft. Aber wenn man all das zusammenfasst, dieses Angeben und alles drum und dran, wie würde man das dann definieren? Als welchen Begriff? Ich hätte einfach Kahn direkt gesagt, es ist ein Kahn. Ja, okay, aber fehlt noch was? Also Kahn muss dafür eigentlich immer einen Platz frei halten, weil es sonst keinen Platz hat. Okay, du kommst nicht drauf. Ist nicht schlimm. Denk mal eine Runde nach, wir lösen gleich sowieso. Es hat was mit Danja zu tun. Ist das ein Gegenstand, der dir gehört? Ja. Hast du gesagt? Ja. Hast du dir gesagt? Ja. Ist es ein Gegenstand, der zu Hause ist bei dir? Ja. Ist es etwas, was du für den täglichen Gebrauch nutzt? Ja. Hat es was mit der Arbeit zu tun? Nein. Okay. Also ich gehöre zu Lena. Also bin ich ein Körperteil von Lena? Ja, so in der Art, so in der Art. So in der Art. Also Lena hat schon einen guten Tipp gegeben, also es hat was mit Humor zu tun. Hä? Hey! Wir lösen auch hiernach auf. Ist es ein Teil von Lena, der physisch fassbar ist? Oder? Ja, ja. Ich glaube, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Hä? Was ist das? Was? Okay, ich glaube, dann lösen wir so langsam auf. Ja. Okay, Lena, guck mal, was du hast. Darfst umdrehen. Ja, ich habe eben auch so geguckt. Es soll, also XXL hier muss... XXL Ego. Ich dachte erst Lego. Ja, dachte ich auch. So habe ich auch erst geguckt. Ja, ich habe aus Versehen zu wenig Platz gelassen. Ja. Okay, Danja, dann darfst du... Warte, nein, stopp, wir machen das in der Reihenfolge. Okay. Bei mir ist es Danjas roter Kühlschrank. Ja, heute auch darüber gesprochen. Ja, okay. Ich dachte, es könnte passen. Okay. Okay, bei mir ist es... Lenas Nasenhaare. Warum, hä? Warum sind wir hier so drauf abgegangen? Ich nicht, aber Lena. Hä? Okay. So, wir machen mal, ich würde sagen, eine normale Wer-bin-ich-Runde. Das heißt, wir suchen uns jetzt eine fiktive oder non-fiktive Figur aus. Aus jeglichem Universum oder was auch immer. Und wir machen das dann für uns selber. Okay? Also jetzt eine fiktive dürfen jetzt alles mögliche. Ja, wir machen das für uns selber dann, okay? Für uns selber? Ja, ja. Wir müssen da selber herausfinden, wer wir sind. Hä? Ich hab drauf gewartet, dass einer sagt so, hä? Macht doch gar keinen Sinn. Ja, wir haben doch auch. Das war so, was? Ja, also. Kommst du jetzt mal aus dem Knick? Das ist ja furchtbar. Muss mal irgendwie einen Knopf drücken, dass das Gehirn... Ja, ich möchte, dass ihr verliert. Oh ja. Nicht gucken. So einmal umdrehen. Ja, haben wir alle schon gemacht. Mein Zettel kommt jetzt zu dir, glaube ich. Ja, ja, muss ich glaube jetzt hier und Lenas kommt ja zu mir. Kann man sehen? Du musst ein bisschen gerade halten, weil sonst... Ja. Okay. Andersrum. So? Ja, sag mal. Passt? Ja. Oh! Von wem war das jetzt? Du hast jetzt das von mir. Diesmal starte ich. Nach. Bin ich eine echte Person? Ja. Okay, von mir, das war von dir, ne? Ja. Bin ich aus der Filmwelt? Oder Film- und Serienwelt? Nein. Okay.
Naja, ja. Nein. Okay. Bin ich fiktiv? Ja. Bin ich aus einem Computerspiel? Nein. Nein. Bin ich eine reale Person? Ja. Kenne ich diese Person? Nein. Nein. Okay. Kenne ich diese Person? Ja. Bin ich auf YouTube unterwegs? Nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Okay. Mhm. Bin ich aus einem Film? Ja. Mhm. Bin ich ein Tier? Ja. Ja. Bin ich Simba? Nein. Nein. Okay, schade. Lena? Also eine Person, die ich nicht kenne. Komme ich aus der Filmbranche? Nein. Nein. Bin ich eine Person, die ich selber persönlich kenne? Ja. Bin ich eine Person, die mir sehr ähnlich sieht? Habe ich mit dieser Person früher Videos aufgenommen? Ja. Ist diese Person fast so nervig wie ich? Nein, da kommt niemand dran. Da kommt wirklich niemand dran. Aber fast. Auch nicht? Nee, würde ich. Okay, ich spare mir mal meine Lösung für die letzte Runde. Ja? Danja, du bist? Bin ich aus dem Film König der Löwen? Ja. Bin ich kein Löwe? Ja. Bin ich ein Warzenschwein? Nein. Schade, okay. Nein, ne? Nein. 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 Hm. Okay, Person, die ich... Du bist eine echte Person, echte die Person, du nicht ich kennst. Kennst. Nicht aus der Filmbranche, Musikbranche. Nein. Nein. Wo soll ich denn da nachdenken? Bin ich Claudio? Ja, welcher Zusatz? Bin ich der nervige Claudio? Nein, weiterer Zusatz. Bin ich der Scammer Claudio? Nee, anderer Zusatz. Es gibt so viele. Bin ich... Hä? Welchen Zusatz denn noch? Na, welchen Titel trägt Claudio noch? Ernsthaft? Aber mit Claudio ist schon richtig. Ja, Claudio ist richtig. Ja, dann habe ich doch schon gewonnen. Naja, ja, also komm, es fehlt komm, noch komm. Ein ganz wichtiger Teil. Das ist auch noch... Hä? Ich glaube, den Witz hast du sogar... Ich weiß nicht, ob du den Witz nicht sogar gestartet hast. Ach, der Hund? Ja. Claudio, bist Claudio der Hund? Claudio der Hund! Puff, puff! Puff, puff! Grüße dich! Ich bin ein Hund! Ja, okay, damit habe ich zumindest diese Runde gewonnen. Bin ich ein Erdmännchen? Ja. Ich bin Timon. Ja. Richtig! Ich hätte es gern für dich gehabt, einfach weil der auch so angeberisch ist. Ja, stimmt. Okay, Ja, jetzt bin ich hier. Versuch mal, komm, du hast noch ein paar Fragen, hast du noch. Ich finde es aber echt schwer, was du aufgeschrieben hast. Spielebranche? Nein. Buch? Nein. Du denkst Serie? In die falsche Richtung. Ich denke in die falsche Richtung. Denk vielmehr an reale Person. Du brauchst keinen Namen. Du brauchst keinen Namen. Es ist eine sozusagen... Du brauchst nicht den Namen dieser Person. Eher die Beschreibung einer genau. Person. Avatar? Nein. Nein. Du hast Avatar getragen. Sorry. Bro! Ah! Ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Denk vielleicht eher an Personen, die nicht aus so, die du nicht kennen könntest aus... Du machst es noch viel komplizierter, glaubst du mir das? Aus Film, Fernsehen, Büchern oder so. Sondern denk einfach drüber nach, wen Kahn aufschreiben könnte. Den du nicht kennst, aber der den Kahn kennt. Den du dann umschreiben musst. Ja, also ich glaube, das wird heute nichts mehr. Das war jetzt natürlich sehr hilfreich. Ja, es ist aber auch... Ist auch, sorry Kahn, aber jetzt hab ich voll gespuckt. Ist auch mega doof. Du spuckst doch die ganze Zeit, fällt mir auf. Tu ich? Was ist denn heute los? Ja, hier darf sie es, hier darf sie es. Sonst bist du das, der Frisch. Okay, komm, du wirst nicht drauf kommen. Nee, du wirst nicht drauf. Du hast verloren. Mein alter Klassenlehrer. Gut, ich hätte Kahns Klassenlehrer schreiben müssen, aber das war, damit war meine. Da kommt man auch mein alter. Drauf. Okay, so, wir machen eine wow. letzte Runde. Werdet noch mal kreativ. Ja. Es kann diesmal beides sein, was Witziges oder halt wieder eine Person oder was auch immer. Okay, dann zeigen wir einmal kurz. Ja. Mhm. Ja? Was? Achso, warte mal, bei dir fehlt noch ein S, warte. Ja, ist okay, man versteht es schon. Zeig mal. Also jetzt schon du hast, doch, du hast es doch geschrieben. Sie macht so. Ja, das sagt schon viel. Okay, Zettel können wieder weg. Mhm. Hier oben steht's irgendwo. Lena, du darfst diesmal starten. Bin ich eine reale Person? Nein. Bin ich eine reale Person? Nein. Bin ich eine reale Person? Nein. Es wird wieder schwierig. Also eine fiktive Person? Nein. Oh. Nein, auch nicht. Auch nicht. Bin ich ein Objekt oder Gegenstand? Nein. Also bin ich eine fiktive Person? Also... Ja, was? Ja doch, eigentlich bist du schon eigentlich mein schon, Gegenstand. Weil du nicht, ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Okay, alles klar.
Also ja, dann haben wir es mit ja. ja beantwortet. Ja, aber die erste Frage war ja nein. Also alles gut. Danja, du bist. Nee, das die war doch ein Ja, aber nein. Du kannst, also du bist eigentlich so, schon ein Gegner. Okay. Komme ich aus dem YouTube-Universum? Oder habe ich was mit YouTube-Universum zu tun? Ja. Sie sagt ja, du sagst nein, du hast es doch geschrieben, naja, es Mann. Ist schwierig. Wenn man ganz, aber sind wir ganz spezifisch eigentlich, würde ich sagen nein. Ja, aber eigentlich auch schon. Er hat gefragt, hat er was mit YouTube zu tun? Und in dem Fall hat er jetzt auch was mit YouTube. Okay, ja. Okay, da hat es was mit mir zu tun? Nö. Okay. Bin ich Teil einer realen Person? Achso, Teil? Was meinst du mit Teil aber? Bin ich ein Körperteil oder der Furz von irgendwem oder irgendein Eigenschaftsmerkmal? Nein, das bist du nicht. Okay. Nein. Ich würde gerne dieselbe Frage stellen. Ja. Ja, bist ja, du. Bist du. Also es kann Gegenstand, Charaktereigenschaft ja. sein. Ja. Ja. Irgendwas von uns? Ja. Ja. Ja, ich find's gut. Ich war beim letzten Mal dran, also gehört es irgendwie zu Danja? Nein. Nein. Ich hab's ja auch geschrieben, dass du hast. Ach so, oh. Ja, oh. Aber gut, es gehört halt nicht zu Danja. Okay. Boah, schwierig. Hat sie schon gefragt, ob es was mit uns dreien zu tun hat? Nein, hast du nicht gefragt. Okay, hat es was mit uns dreien zu tun? Also, ist das, steht da ein Name von einer Person nein, von uns? Nein. Okay. Bin ich ein Gegenstand? Ja. Gehöre ich irgendeiner Person von uns? Nicht direkt uns, nein. Okay. Nein. Ist es was mit Kahn zu tun hat? Ja. Ja. Geht es in eine... Du hast es doch geschrieben, Mann! So fies, ey. Geht ja. Geht es in eine ähnliche Richtung wie... Ja, das wäre Kahns Furz? Nein. Nein. Warum denkt immer direkt an Furz bei mir? Weil das unser Guck, Humor du hast auch direkt hier, habe ich direkt gesagt, dass ich hier reingekommen bin. Erstmal hier ja. von Rituals, hier so einen schönen Duft, damit du den ja, weil ihr beide hier seid, deswegen muss ja, du ich das bist ja, doch den ganzen Tag ja, aber hier. Ihr seid ja hier hingekommen. Vielleicht habe ich das gerade eben gekauft und war deswegen in der Stadt. Nee, so. Das war letztes Mal schon hier. Okay. Boah, das ist gar nicht so einfach. Also ich bin Teil, bin ich aus einem Roleplay oder so? Das ist so schlimme Frage. Ja, aber ihr wisst ja manchmal nicht mal die Antworten. Naja, ja eben, war es halt schwierig zu antworten, das war eigentlich nein. Okay. Ich hab das geschrieben, ne? Nicht vergessen. Wir machen noch zwei Runden, dann lösen wir auf. Gehöre ich einer Person, die ich persönlich kenne? Ja. Okay. Bin ich ein Einrichtungsgegenstand? Nope. Ist es eher eine Eigenschaft? Nein. Nein. Obwohl es mittlerweile schon auch eine Charaktereigenschaft ist. Also ich bin eine fiktive Person. Ja. Ja, guck, also, das ist es. Nein, also du bist, also... Doch, eigentlich ja, eine Person doch. Aber, ist ein also, ach, na ja, aber eigentlich bist du eher ein Gegenstand. Also... Stell doch einfach mal andere Fragen, Mann. Du stellst so richtig blöde Fragen für die Sache. Ist es etwas, was ich in meinem täglichen Gebrauch nutze? Nein. Ja, okay. Bin ich was Peinliches? Schon, ja. Doch. Ja, doch. Ja. Sagen wir mal ja, komm. Gehör ich einem Freund von uns? Ja, kann man so sagen. Ja. Gehör ich jemandem, der mal YouTube gemacht hat? Nein. Okay, letzte Frage. So. Letzte Frage. Ist es etwas, was ich sehen kann? Ja. Safe. Ja. Ja, kannst du? Vielleicht nicht immer, aber... Doch. Immer? Wollen wir jetzt mal ehrlich sein. Ja. Ich will irgendwie immer, aber es geht Richtung Eigenschaft. Ich hab so vieles im Kopf. Du sollst jetzt fragen, Mann. Ich denke dabei. Etwas, was ich jetzt in diesem Moment an dir sehen kann. Ja, ja. Meine wunderschönen Augen. Das hätte ich bestimmt aufgeschrieben, Karls wunderschöne Augen. Aber da hatte ich gefragt, ob das ein Gegenstand ist. Ja, ne? Ist es vielleicht die Mütze? Nein, ist es nicht. Wie langweilig bist du denn? Weiß nicht. Du kannst jetzt... warte, wir machen es jetzt so. Du darfst jetzt umdrehen. Es ist Karns Karies! Okay, meine letzte Frage ist... Kann man dir einen Tipp oder irgendwie sowas geben? Ja, komm, gib mal einen Tipp. Ja, komm. Gib mal einen Tipp. Es hat etwas auch mit der letzten Challenge zu tun. Mit Adopt Me also irgendwas? Ja. Hat es was mit Draco zu tun? Nein. Okay, wer bin ich? Das Einhorn aus Adopt Me, was wir nicht bekommen haben, ja. Sorry, also... Ehrlich, ey, das ist... Mann! Kann ich noch einen Tipp haben? Ja. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, ne? Ich hab's dir geschrieben. Ja, mach.
Das hat was mit deiner Hochzeit zu tun. Oh, ich bin nur Flo's gelber an. Ja, oh, mir wird gerade voll schwindelig, ich weiß nicht wieso. Ja, Leute, das war eine Runde Wer bin ich in Real Life diesmal. Und wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ey, lass es. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gerne abonnieren und so. Wir sehen uns. Tschüss, tschüss, tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss. Okay. Mein Gott, träume ich? Ja, Mikros an. Ist es eingesteckt auch? Ja, es ist eingesteckt. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Ich bin schon ein bisschen nervös gerade. Also nervös nicht, aber ich freue mich. Warum tust du gerade so einen auf cool? Ich bin ganz cool. Ja, was? Leute, ihr träumt nicht. Es ist die erste Challenge hier von mir und Danja am Tisch. Am Tisch? Am Tisch. Wir sitzen nie am Tisch. Und morgen kommt natürlich auch noch eine Challenge. Hoffentlich, Tom, wenn du es geschafft hast. Wir spielen zwei Klassiker. Heute den Lügendetektor. Das ist ein Geheimnisdetektor. Habe ich jetzt schon Angst. Ja, ich glaube auch. Natürlich ist das absolut wahr, was hier passiert. Ich habe das schon mal gespielt vor Jahren. Aber das könnt ihr bestimmt mit eurer Familie auch spielen. Ist sehr, sehr witzig. Und hier sind noch ein paar Fragen. Normalerweise spielt man das mit Leben und Joker und so. Aber wir sind natürlich Gesetzesbrecher. Das wisst ihr. Also ich zumindest. Danja, das sage ich nicht. Ich sag, können wir bitte mal die Anleitung lesen? Ja, nein, Danja ist in dem Sinne Gesetzesbrecherin. Sie parkt zwar nicht da, wo Parkverbot ist, aber vielleicht über die Zeit hinaus. Ja, ist ja nicht meine Schuld. Ja, da muss ich zahlen. Ist nicht schlimm. Kraftzettel kommt. Ja, ist okay. So, ich würde sagen, ich starte. Ich hoffe, wir machen das richtig. Dafür brauchen wir natürlich völlig, also ich glaube, das wurde entwickelt von der NASA. Ja, sehr. Nach der ersten Mondmission. Ja. Das setzt man sich so auf den Kopf. Das hat Mr. Armstrong selber gebaut. Da muss man die Finger, Zeigefinger und Mittelfinger hier drauf. Und jetzt muss ich dir irgendeine Frage stellen. Ist das überhaupt an? Ja. Ah, jetzt. Stell mir eine Frage. Kann ich mir irgendeine aussuchen, ja? Sag mal gelb oder weiß. Gelb. Ich kann ja erstmal so machen. Erst wenn du die Frage gestellt hast. Oder nein, komm, ich mach's spannend. Los jetzt! Gelb hast du gesagt, nee, das sind ja voll langweilige Fragen. Es gibt auch eine Rückseite, ne? Ja, ich weiß, hab ich gerade schon geguckt. Jetzt mal. Hast du schon mal einen Witz erzählt und keiner hat gelacht? Du musst runternehmen. Nein, ich muss erst antworten und dann runternehmen. Wir haben falsch gemacht. Mann, Danja! So. Ja, nochmal. Okay. Warte. Ja. So, ich stelle erst die Frage und... Hast du schon mal einen Witz erzählt und keiner hat gelacht? Frage. Ja, auf jeden Fall. Hä? Das stimmt! Weil, also, ich habe gelogen, weil bei meinen Witzen... Wie kann mich dieses Gerät schon so hintergehen? Ich fasse es überhaupt Also, es ist ja so, dass bei meinen Witzen es ja so ist, dass wirklich jeder lacht. Nein. Nein. Einfach nein! Ich sag ja nicht, dass niemand, dass immer niemand lacht, aber es ist schon passiert, dass du mir einen Witz erzählt hast und ich habe nicht gelacht. Ist gut jetzt! Okay, ja, aber... Hast du es jetzt? Ich habe fast wirklich meine Tränen. So, damit wir nicht ständig wechseln müssen, würde ich sagen, zwei Fragen machen wir. Okay? Also das stimmt eigentlich nicht. Eine Karte ziehen? Ja. So, Bruder! Sieh mal. Ja, hier. Diesmal, weiß oder gelb wieder? Ja. Weiß. Jetzt mach! Wenn du schon so guckst, das kann nichts Gutes heißen. Wäschst du dich hinter den Ohren beim Duschen? Nicht immer. Immer bis, wenn jetzt schon wieder kommt, Lüge, ne? Was heißt das jetzt? Das ist, also orange heißt in diesem Fall nervös, kann Lüge sein, kann Wahrheit sein. Was denkst du denn? Ja, ich glaube, es war die Wahrheit. Also es ist wirklich so, also ich... Ich glaube nicht, dass du dich da wäschst. Machst du das denn jedes Mal? Hä, normal? Shampoo? So? Normal mach ich das. Komm, mach das jetzt mal hier so. Das kann ruhig so bleiben. Fällt nicht auf meinem Riesenkopf. Du meinst eher deine Riesenohren. Weiß oder gelb? Gelb. Oh ja. Hast du schon mal etwas zerstört und gesagt, dass du nicht schuld warst? Ja. Warte. Jetzt nochmal? Ja. Okay, jetzt die Finger weg. Du sagst die Wahrheit? Ja, natürlich sag ich die Wahrheit. Zum Beispiel, was hast du mal kaputt gemacht? Nee, das muss ich halt nicht beantworten. Nee. Sag doch, damit es ein bisschen spannend ist. Nein, das muss ich nicht beantworten. Also hast du gelogen gerade? Nein. Du hast bestimmt vom Flo was kaputt gemacht, was er gar nicht weiß. Naja, natürlich habe ich was kaputt gemacht, habe ich doch gesagt. Ja, was denn? Die Wahrheit gesagt. Ja, was denn? Das muss ich ja nicht sagen. Das war nicht die Frage. Da war nicht die Frage, was hast du kaputt gemacht. Ja, die Frage war, hast du was kaputt gemacht? Ich verweigere die Aussage. Okay, so. Zettel ist weg. Finger wieder drauf. So, diesmal darfst du aussuchen. Okay. Nimm wieder gelb. Dann schauen wir mal. Also die Fragen sind auch im Spiel mit dabei. Ich glaube über 500 oder 600. Gelb oder weiß? Gelb.
Okay, Danja, bist du schon mal im Unterricht eingeschlafen? Ja. Warte! Ja. Okay, Finger runter. Ja, ich wusste es. Guck mal, sie versucht, das war eine Lüge. Sie versucht einen auf cool zu machen, so, ja, ich habe schon mal in der Schule geschlafen im Unterricht. Es gibt sogar einen Fotobeweis. Ja, ist okay. Dieses Gerät lügt nicht, ne? Also nur mal kurz zur Klarstellung. Das ist ja, die das Wahrheit. Ist das die ist absolute natürlich. Wahrheit. Ja, also es ist so, dass Danja versucht, einen auf cool zu machen. Ich bin cool. Und versucht sie, ja, ich habe schon mal im Unterricht geschlafen. Warum? Weil sie dann so denkt, so, ja, ich bin so, ich bin auch cool. Es ist nicht cool, im Unterricht zu schlafen. Ja, warum hast du es dann gemacht? Oder hast du gelogen? Ich verweigere die Aussage. Such mal eine Frage raus. Komm, du darfst jetzt aussuchen. Ob gelb oder weiß darfst du dir aussuchen. Also sagen wir mal gelb oder weiß, weil hier gibt es einfach so gelbe Fragen und weiße Fragen. Ja. Also dir ist egal, ob gelb oder weiß. Ja. Ich habe keine Angst vor der Wahrheit. Hast du Mundgeruch? Also ich denke, diese Frage kommt daher, weil ich das selber nicht merke. Aber sie, ich sage ja, ich habe Mundgeruch. Wenn es Lüge kommt, werde ich sauer. Ja, also... Hey, was zum... Muss Gerät ich jetzt die ganze Zeit hier so stehen? Ja, das Gerät lügt nicht. Was soll ich sagen? Ich habe keinen Mundgeruch. Mein Mund riecht immer nach Zuckerwatte, okay? Immer. Wir hatten das Thema doch gerade. Das Gerät lügt. Ja, also ich habe Mundgeruch, aber es heißt ja nicht, was Mundgeruch kann ja auch was Gutes Schlechter sein. Mundgeruch, das ist damit gemeint. Ja, nee, das stand nicht in der Frage. Hat irgendwer gesagt, du hast Mundgeruch und hat dir damit ein Kompliment machen wollen? Meine Frau? Jeden Morgen? Ja. Okay, zweite Frage. Lach nicht so doof. Lach jetzt nicht so doof. Ich muss vielleicht hier ein bisschen was einstellen. Wischst du dir mit deinem Ärmel die Nase ab, wenn keiner zuguckt? Normal! Ja, mach ich auch. Warte. Normal! Ja, normal mach ich das. Also ich bin vielleicht ein bisschen nervös also, gerade. Das hast du einfach nur sagen wollen, weil du relatable was? Sein wolltest. Nein, das stimmt nicht. Doch, ich glaube schon, das war jetzt eher so... Soll ich jetzt als Beweis einmal gucken? Das war jetzt echt nur so eine Image-Sache. Aber siehst du, guck... Ja, ich mach das aber auch. Also besonders, ja doch, im Winter passiert mir das ziemlich oft, muss ich sagen. So, okay, ran an den Lügendetektor. Also ich finde, das könnte ein bisschen mehr fashionable sein, das denke ich. Ja, hallo Finger bitte hier, also. Entschuldigung. Oh ja, Danja, hast du dir schon mal mit einem Filzstift einen Schnurrbart angemalt? Nein. Hast du nicht? Das glaube ich dir auch, weil das brauchst du ja gar nicht. Ja. Du hast ja einen Schnurrbart. Bist du neidisch? Ein bisschen ja, weil deinen erkennt man ein bisschen besser als meinen, oder? Oder? Also. Ich bin heute Morgen auch erst gewachsen. Innerhalb von 2 Stunden wahrscheinlich bei dir. Naja. Okay. Ist ja auch gebürstet. So. Oh ja, das interessiert mich jetzt wirklich. Hast du schon einmal heimlich ein Foto gemacht, aber der Blitz war an? Ja. Entschuldigung, ich check das manchmal. Ja, ich auch nicht. Von wem? Ich glaube das, also ich weiß halt nicht mal, ob es meine eigene Erinnerung ist, aber ich glaube, dass ich mal aus Versehen, man hat ja so ein Handy in der Tasche. Ja. Und dann habe ich das halt rausgenommen aus und dann Versehen. Geht ja manchmal, ist ja manchmal... Ja, die Taschenlampe oder ach, die Kamera ist an. Und dann halt einfach, weil wenn es dunkel ist in der Tasche, ist der Blitz ja an. Und klar. Dann habe ich es halt genommen und aus Versehen gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das meine eigene Erinnerung ist oder von jemand anderem. Deshalb habe ich einfach mal ja gesagt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Versuchst du wieder cool zu sein, so auf Krampf? Ich bin cool, ich muss das nicht auf Krampf machen. Ach, alles klar. Genau das ist das, was ich jetzt nicht gebraucht habe. Okay, so, ich bin bereit für meine Frage. Hallo. Ja, huch. Ja, los jetzt. Jetzt lass mich lesen, Mann. Hast du schon mal deine Eltern belauscht, ob sie über dich reden? Nein. Das mache ich nicht. Sowas mache ich doch nicht. Ja, also gut, es okay. Lügt nicht. Okay, ich gebe es zu. Ich habe es vielleicht das ein oder andere Mal gemacht. Also die Gespräche, die ich dann aber mitgehört habe, waren eigentlich ganz gut, weil da hieß es so, okay, also Kahn ist der beste Sohn, den man haben kann. Er ist so cool, weil... Halt mal drauf. Er ist so cool, er ist so klug. Also all das sind die Gespräche, die ich gehört habe. Mhm. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, ja, okay. Gut, ja, okay. Aber das hat doch jeder schon mal gemacht. Nee. Warum bist du heute so cool eigentlich? Was ist? So, nö, hab ich nicht. Hab ich nicht gemacht. Wer es glaubt. Hab ich nicht. Mhm. Musst du nicht zuhören, die Wände waren so dünn, das hab ich. Ruhe jetzt! Oh, das könnte jetzt. Jetzt kommt's. An deinem Ego kratzen. Aha. Stinken deine Füße nach Käse? Nein, auf gar keinen Fall. Meine nicht. Das habe ich letztes noch gesagt. Ja, also wenn wir jetzt herausfinden, ob das so ist. Meine Füße stinken nicht nach Käse. Danke. Ich hasse es. Siehst du?
Die stinken nicht nach Käse. Ist das schlimm, ey? Ist das vielleicht schlimm? Ja, aber ist so. Das ist schon die Wahrheit, muss ich sagen. Okay, so, jetzt bin ich aber mal... Ich schnapp mir hier mal zwei Karten, Danja. So. Ja. Ja. Finger bitte. Mhm. Danja, hast du schon mal deinen eigenen Ohrenschmalz probiert? Nein. Glaube ich nicht. Nein, habe ich nicht. Das hat doch jeder schon mal gemacht. Nein, hä, Pope, ja, aber Ohrenschmalz, nee, das, also das, nein. Bin ich jetzt der Komische auf der Welt, oder? Hast du Ohrenschmalz schon gegessen? Oh, Junge, also das... Nein. Ja, also da wundert mich die Frage mit dem... So komisch ist das nicht. Auch nicht. So komisch mehr, ist das nicht, also, nö. Also da wundert mich das jetzt hier alles überhaupt nicht mehr. Such mal lieber die nächste Frage. Diese Frage... Oder die Antwort auf diese Frage kennen wir eigentlich alle. Aber wir stellen sie trotzdem dann ja, okay? Bist du schon mal über deine eigenen Füße gestolpert? Ja. Warte doch, bis ich drauf drücke, Mann! Ja! Also, in dem Fall muss ich sagen, ist das Gerät, glaube ich, fehlerhaft? Ja, ich glaube auch, aber da ist Hartmann, hat ja immer so eine leichte Fehlerquote auch drin. Wann war das letzte Mal, wo du mal über deine eigenen Füße gestolpert bist? Heute. Jetzt ernsthaft? Ja. Wo denn? Zu Hause. Aber nicht jetzt wegen Kiba oder Hefe? Nein, über meine eigenen Füße. Selber da drüber geflogen. Okay, alles klar. So, Danja, ich würde jetzt noch sagen, es gibt noch mal zwei Fragen von der Karte. Ja. Und zwei Fragen sozusagen, die dir so auf der Seele brennen, okay? Zwei Fragen, die mir auf der Seele brennen. So, ich brauche einmal das höchstwissenschaftliche NASA-Gerät. Ja. Damit meine Gehirnströme auch gemessen Warum werden können. Warum macht denn die NASA eigentlich Himmel? Weil die war auf dem Mond. Ach so. Und die haben da etwas entdeckt, was es auf der Welt nicht gibt. Und zwar ist das ein Lügendetektor. Oder, nein, stopp. Die haben den Stein dort gefunden, der das messen kann. Den so. Stein der Weisen. Stein, Alter. Das kommt auch von da, ne? Also ja. Stein der Weisen kommt auch von da. Los jetzt! Hast du schon mal gesagt, du hättest keine Zeit, obwohl du Zeit hättest? Nein. Wenn ich Zeit habe, sage ich das. Also ich sag mal so, letzte Woche war das nicht so. Letzte Woche war es nicht so. Letzte Woche war es nicht so. Vielleicht ab und zu. Können wir eine zweite Frage bitte? Eine zweite Frage. Tu mal nicht so, als ob du das nicht auch machst. Du musst auch zockern. Du weißt ganz genau, dass man, wenn man zocken möchte, einfach sagt nicht. Ne, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, alles klar. Wer es glaubt. Oh, wenn ich schon dieses Lachen höre, ne? Ja, und jetzt? Also, hatten deine Eltern, als du klein warst, einen Kosenamen für dich? Nein. Mm-mm. Nicht meine Eltern. Gar keinen? Nicht meine Eltern. Mm-mm. Nö. Gar keinen? Nichts? Sie, gar nicht? Sie haben mich bei meinem Namen genannt. Gollum. Ah, okay. Ja, kann ich verstehen. Okay, warte, hast du, wenn ich das jetzt schon mal aufhabe, hast du jetzt noch zwei Fragen, die dir so auf der Seele brennen? So von dir oder eine? Komm, eine noch. Eine entscheidende Frage. Das muss ich kurz überlegen. Also wir sind hier bei einem echten Test, ne? Also wenn, dann muss das jetzt schon sein. Oh mein Gott. Dann denk mal nach. Hast du mich letzte Woche angelogen, dass du keine Zeit hattest, obwohl du Zeit gehabt hättest? Nein, das habe ich doch gerade beantwortet. Nee, du hast einfach nur gesagt, so generell. Ja, kein Kommentar. Wir waren zusammen, also chill mal, wir waren in der Therme Erding. Also, Hallo, das waren mehr als 24 Stunden. Ja? Ja, tut mir leid, ist okay. Ich werde dir gleich auch noch eine schöne Frage stellen, keine Sorge. So, ich gucke jetzt mal, was hier noch so ist. Ja. Aber die Finger bitte drauf. Danja, bist du gut in Videospielen? Ja. Warte, bis ich drauf gedrückt habe. Ja. Na gut. Das Gerät wird jetzt die Wahrheit sagen. Ja, es ist eine Lüge. Ich habe dieses Gerät. Ja, es ist eine Lüge und das wissen wir auch. Und, oh, okay. Schuldest du einem Freund Geld und hast es noch nicht zurückgegeben? Schuld ich dir Geld? Ich glaube nicht, nein. Musst du wissen? Nein. Okay. Stell dir mal vor, wenn ich jetzt 1000 Euro Schulden hätte. Warte, hallo, du musst das noch aufbehalten. Wenn ich jetzt 1000 Euro Schulden mal gehabt hätte, wären die ja jetzt verpufft gewesen, oder? Eigentlich schon, weil wenn das Gerät das sagt. Dann ist ja. Ich hätte noch mal reinschauen müssen. Okay, gut, ja. Danja. Ja. Finger drauf. Zum Test, zur letzten Frage. Danja. Ja. Möchtest du, dass Flo einen gelben oder grünen Anzug auf eurer Hochzeit trägt? Nein. Das möchte ich nicht. Sei Mann! Mann! Das habe ich dir schon 38 Mal gesagt. Ich kann auch nichts.
dafür, dass es mir nicht. Okay, okay. So, das war auch absolut jetzt das letzte Mal, dass ich das sozusagen erwähnt habe, weil wenn der Test sagt, es ist nicht so, dann ist es nicht so. So, mir ist jetzt aber was aufgefallen. Das Video ist jetzt vorbei. Wir hatten die falsche Einstellung dann, ja. Achso, wir müssen uns hier auch ein bisschen sehr. Ja, also die NASA hat uns Bescheid gegeben und gesagt, ihr müsst das. So bei ganz nervigen Menschen muss das ganz nach oben, weil die werden nicht so schnell nervös. Leute, das war der Lügendetektor-Test von IMC Toys. Kann ich, könnt ihr mit der ganzen Familie spielen? Aufsetzen? Ja. So, nochmal drauf. Würdest du dieses Spiel weiterempfehlen? Ja. Okay, ich bin leicht nervös. Leute, wenn ihr aber weitere Videos sehen wollt, dann empfiehlt uns einfach mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Ich empfehle euch die Glocke. Und immer die Wahrheit sagen, ne? Naja, nicht immer. Stimmt. Tja! Dann war das passend. Tja! Zügel dich! So, ein weiterer Klassiker. Hast du auch gar nicht gespielt, ne? Ich habe das noch nie gespielt. Ja, also ist gespielt, glaube ich. Ich habe es gehört die ganze Zeit. Oder was du das? Vielleicht. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, zu einer weiteren Challenge, und zwar der Kurz-Challenge mit... Ja, mit Danja. Wir spielen heute einen wahren Klassiker, deswegen, also die ersten Challenges dieses Wochenende hier in meinem Studio sozusagen am Tisch, dachte ich, komm, dann machen wir so einen wahren Klassiker. Ne? Ist jetzt nicht so, dass wir immer Spiele testen werden, ne? So wird es nicht sein, Leute, aber ich dachte mir, jetzt dieses Wochenende machen wir das mal. Okay. Ne? Und wir spielen ein Spiel, was aber, finde ich, wie die Faust aufs Auge passt bei uns. Es ist Mr. Poops oder in Danjas Fall... Mein Leben. Momentan noch Miss Poops, glaube ich. Ja. Ja, aber bald Mrs. Poops, ne? Ja. Richtig. Wir kennen das Spiel, ne? Ihr kennt das, ist von Mattel Games. Wir kriegen gleich drei Karten. Da steht eine Anzahl oder was anderes drauf. Ja. Wie oft wir Mr. Poops hier sozusagen drücken müssen. Okay. So, es gibt einen Demonstrationsmodus, das ist der hier. Mhm. Du darfst gerne beschreiben, welcher Furz deiner so ist. Ja, okay. Oder so Tagesstimmung abhängig. Ja, mach mal. Nee. Welche Stimmung ist das bei dir? Nee, so Furz. Also bei mir ist das so... Das wäre schon eher Toilettenschuhe. Ja, also genau, bei mir ist das so ein bisschen schon... Durchfall. Ja, zu viel durcheinander gegessen. So ein klassischer Samstag. Mhm, okay, machen wir weiter. Das normal. Standard, das ist schon... Standardmäßiger Standard. Ja, also so abgekürzt, ist das nicht meins. Ja, nee, also, okay, also, wir ziehen jetzt, du kriegst drei Karten, ich krieg drei Karten. Ja. Machen wir mal so, und wir müssen immer wieder auf drei auffüllen, falls es noch nicht weitergeht, ne? Und die jüngste Spielerin oder jüngste Spieler startet, das bin normalerweise ich, aber ich lasse hier den Vorrang. So. Okay, und ich muss jetzt die eine Karte ablegen, oder was? Ja, genau, und dann sozusagen, die Zahl, die da drauf steht, musst du auf Mr. Poops drücken. Okay, ich habe die 2. Okay. Ich habe die 3. 3, okay. Also er bläht sich ein bisschen auf. Ey, dieses Spiel ist so sinnlos, aber es passt. Hä, was? Wie? Ist jetzt aus. Heißt das aussetzen? Ja, ich denke mal. Das okay, ist. Ich habe die 1. Das war knapp. Das war ganz knapp. Wir müssen auffüllen auf 3. Ja, gleich. Also danach. Achso. Oh Mann, ich habe die 3. Ja! Man kriegt den Furz! Ja, was Danja noch nicht weiß, ist, dass wir, also wir zählen die Runden zusammen. Ja. Es steht jetzt 1-0 für dich sozusagen. Wir spielen bis 5. Mhm. Und wer als erstes sozusagen die 5 erreicht, der andere oder die andere Spieler muss heute dafür einen Real-Life-Furz ablassen. Ich muss furzen, wenn ich gewinne. Nein, wenn du 5 Punkte hast, dann verliere ich, ja? Dann muss ich sozusagen die 5, nicht die 5 Furze. Da muss ich einen Real-Life-Furz machen, sonst musst du einen. Ja, aber dann würde ich gerne vorher das Studio verlassen, bevor du mir einen Furz ablässt. So. Okay. Wenn ihr jetzt wirklich denkt, dass wir das machen, also. Dann seid ihr ganz gut. Gut, könnte man sich bei uns schon vorstellen. Kann ich jetzt? Ja, mach! 1. Hast du überhaupt gedrückt? Ja, hab ich. Was ist das? Heißt das, ich muss jetzt drücken? Also zeig mal in die Kamera. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Ich weiß nicht, es sieht so wie Reverse-Karte aus. Also wenn man das mit mehreren Spielern spielt, stimmt, dann ist das vielleicht sozusagen, wäre der andere wieder. Also dann geht's wieder zurück. Ah. Wenn jetzt das so in dieser Reihenfolge wäre. Okay, aber wir sind ja nur zu zweit. Ja. So, okay. Und dann nochmal 1. Okay, du bekommst wieder 3. Mhm. 1, 2,
3. 1. Okay, ich riskiere es mal. 2. Der hat die Bohnen. Er hat die Bohnen gegessen. 1. Komm, bitte. Bitte nicht. Verdammt, ich habe 2. Oh. Das hast du jetzt auch noch. 2. Okay. Das kann doch nicht sein. Ich will jetzt die Punkte haben. Okay, du darfst wieder starten. Ach du heiliges Schneewittchen. Jetzt bist du dran, oder? Zeig mal. Ja, aber ich setze aus. Nein! Ich will das nicht. 2. Also beim dritten war es... 1. Okay, damit steht es 1:1. Also ich hätte noch die 4 gehabt. Ja, ich hätte noch die 5 gehabt. Und ich hatte hier nochmal das. Also ich hätte so oder so diese Runde gewonnen. Okay, alles klar. Wir füllen wieder auf 3 auf. Leute, es ist halt ein klassisches Freunde-Familie-Spiel. Aber wie gesagt, also es wird jetzt nicht jetzt so sein... Jetzt mach weiter! Es wird jetzt nicht so sein, dass wir immer hier Spiele spielen werden. Hast du doch schon gesagt. Nächste Woche habe ich eine Glücksrad-Challenge vor. Und scharfe Nudeln. So. 2, 3, 4. 2, 3, 4, okay. Ich weiß halt nicht, ob das random ist oder einfach nur... 1, 2, 3, 4, 5, okay. Bin ich die losgeworden. Ich setze aus. Oh ja, und ich gebe sie zu. Och Mann, 1. Ja! 2-1 für mich ist das. Der war lang, der war langgezogen. Ja. Das war schon Daniel für uns fast. Kennst meine Spruze gar nicht. Zum Glück. Zum Glück ist mir dieses Vergnügen noch ausgeblieben. Okay, darf ich diesmal starten? Ja. Okay, ich starte mit 1. Ich starte mit 3. Ich mache weiter mit 2. Ich gebe dir das zurück. Ich auch. Ich auch. Ja gut, dann müssen wir wieder von vorne starten. Okay, ich fange glaube ich an, ne? Mhm. Ja, ich nehme die 1. Ich nehme die 2. Oh nein, ich hab's, ich hab's safe verloren. Ich hab die 3. Ich nehme auch die 3. Nein! Es war der verzögerte Furz. Der verzögerte. 2-2. Okay, wir machen weiter. Klar, dass du ein Furzspiel auch. Oh, eine Karte ist... ja, wo ist sie jetzt? Die ist hier. Warte, ich mische sie. Du hast meine Karten gesehen. Ich habe nicht deine Karten. Ich bin wieder dazwischen. Nee. So, okay. Wer ist? Ich. Okay, dann mach. Ich habe keine Ahnung, ob ich dran bin, aber... Das waren schon 5. Übertreib mal nicht. Ich setze aus. Ja. Mhm. Da sehe ich dich. Du bist dran? Du bist dran. Ich setze aus. Ja, was sind das denn für Karten? Wer hat die denn gemischt? So, das heißt, du startest wieder. Ich setze aus. Zwei. Ha, 3-2. Mann! Okay, okay. So, gib mir die Karten. Okay, damit steht das 3-2 im großen Furzduell heute. Ja, also es ist so 3-2 für mich. Es ist so simpel, Leute, ne? Also das Spiel ist halt, ja. Fantastisch. Also ich dachte, dass Fart Attack bei Roblox wäre so richtig sinnlos, aber ich glaube... Hey, Fart Attack bei Roblox brauchst du richtig Taktik für. Stimmt. Welchen Furz, wann, in welche Richtung. Ja, welchen speziellen Spezialfurz. Dann hast du ja noch diese krassen Sachen, die du dazu machen kannst. Wann sollte ich einen Döner essen? Du erläuterst gerade einen klassischen Samstag bei mir. Ja, dachte ich mir. Das ist der klassische Ablauf eines Samstags bei mir. Wie mache ich es so am besten so? Welchen Furz? Und welche wie Bohnen? Döner scharf, nicht scharf? So. Okay, so. 3-2 für dich. Ich fange an mit 2 Fürzen. Sag mal Fürze oder Furze? Furze. Bist du sicher? Ja, keine Ahnung, was. Boah, das ist jetzt mal eine Diskussion wert. Fürze oder Furze? Hast du das nicht studiert? Ja, sorry, es tut mir leid, dass ich von Furz nicht die Mehrzahl weiß. 1-2. Ich meine, es sind Fürze. Ich finde, du sagst nein, ich glaube, es sind Fürze. Ich glaube, es sind Furze. 5. 1-2-3-4-5. Let's go. Du bist? Nein. It's not my turn. Not my fault. Okay, ich bin dran. Mhm. Ich setze aus. Nee.
Mann! 4! 1, 2, 3, 4! Let's go! Ey, Danja, 5, toll. Ja, wow, danke, Mr. Pups. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, danke. Und dann beim letzten, danke. Ey, danke für gar nichts. Ausgezeichnet. Das bedeutet, es steht jetzt 4 zu 2. Du darfst starten. Du darfst einen Punkt und dann musst du furzen. Ne? Das meine ich ganz bestimmt nicht. Willst du, hallo, ich verliere meine Werbefreundlichkeit dadurch. Durchs Furzen? Okay, vielleicht nicht. Das mache ich ja sonst in den Aufnahmen auch, aber ich schneide es immer raus. Du schneidest gar nichts raus. Tom muss das und Lena müssen das auch. Oh, versuchst jetzt ja, wieder jeden in Schutz zu nehmen, außer mich natürlich. Ja, normal. Ja. Wenn ihr wüsstet, wie ist hier... Ihr denkt gerade, die Geräusche kommen von Mr. Poops. Falsch gedacht. Ich habe gar nicht gedrückt. Oh, du hast das so gut gemacht. Schon. Ja, du sollst bei Hollywood für Special Effects arbeiten. Weißt du, was dein Special Effect wäre? Was? Dummheit. Wenn was Dummes passiert, wird einfach so dein Bild eingeblendet. Genau dieser Blick. okay, 1. Mhm. Fünf. Ich hasse es, wenn das durchgeht. Komm schon, es ist nur noch ein Punkt zum Sieg. Zum Furzsieg? Ja. Du bist dran. Du bist nochmal. 2. No! Oh, ich hab auch 2. Jetzt aber. Nein! Oh, das kann doch wohl nicht sein. Ich raste aus. Jetzt wird's spannend. Hättest du niemals gedacht, dass ein Furzduell so spannend wird? Ich möchte die Furzkönigin werden hier. Wer ist? Ich bin, ne? Du bist, oder? Weiß ich nicht. Wer hat denn das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ne. Ja, komm, ich fange an. Ja. Ja! Ich hab gewonnen! Ich bin die Furzkönigin! Und in diesem Sinne kann ich nur sagen. Willst du das mit nach Hause nehmen eigentlich? Ja, Leute, das war's von Mr. Poops und Frau Poops und mir, Kar. Leute, ja, wir haben es verstanden. Guck mal, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass du bei einem Spiel gewinnst, wo es um Furzen geht. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wie gesagt, ich versuche jetzt immer am Wochenende, dass diese Tisch-Challenges oder andere Challenges kommen. Es wird aber nicht immer sein, dass wir Spiele testen. Ne? Nochmal kurz zur Info. Was ist das für ein Furz? Hast du ihn gerade gehört? Das könnte der Danja-Furz sein. Oh, das ist der Danja-Furz, ja. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Tschö. Tschö. Hey Leute, alles klar bei euch? Ja, das, so startet das Video. Wir sind heute 24 Stunden unterwegs im Flugzeug, Flughafen, was auch immer. Und wir starten in Hannover. Wir sind gerade im Ruhebereich, deswegen bin ich ein bisschen leiser. Ja, weil sonst beschweren sich die Leute und da gibt es ein Problem. Also, yo! Was läuft? Es geht nach Bali und heute nehme ich euch mit, weil ich 24 Stunden unterwegs sein werde. Wir starten von Hannover nach Istanbul. Von Istanbul, da haben wir dann so, ich glaube, 6 Stunden Aufenthalt und dann geht es nach Bali rüber, 12,5 Stunden. Und ich werde gleich den Timer starten, wenn wir im Flugzeug sind, beziehungsweise jetzt gleich hier schon so im Ruhebereich. Wenn wir mal gucken, wenn wir dann in Bali ankommen, wie lange ich gebraucht habe. So, wir sind zu dritt unterwegs, ne, wisst ihr ja. Ja gut, werdet ihr jetzt nicht viel mitbekommen, weil ihr werdet nur mich sehen. Und wir sind jetzt gleich auch im Flugzeug, also für euch wird es jetzt gleich sein. Und da schauen wir mal, was es Schönes zu essen gibt. So, let's go. Und dann sind wir erstmal 3,5 Stunden unterwegs. Also, let's go. Okay, let's go. Also Leute, wir sind jetzt unterwegs und wir sind auch schon im Flugzeug. Und was gab's als erstes? Natürlich was zu essen. Oh, es sieht so lecker aus. Ich möchte dieses Brot nochmal essen. Es war wirklich super lecker. Auf jeden Fall war ich schön am Essen. Dieser Käse war überhaupt nichts für mich. Aber dieser Kuchen, kann ich diesen Kuchen bitte nach Hause bestellen? Bitte, er war so lecker, wirklich. Oh, ich möchte diesen Kuchen nochmal. So, wir waren schon unterwegs, wir sind schon in der Luft. Es war super Wetter, selbstverständlich. Mir war ein bisschen langweilig auf dem Flug. Was gab's dann? Natürlich wieder Essen. Und auch das schöne Brot mit Butter. Ja, und wir waren schon knapp, was? 3 Stunden unterwegs, aber wir hatten noch ein bisschen vor uns und wir sind immer noch in der Luft und mir war trotzdem immer noch ein bisschen langweilig. So, ich habe mich nach hinten gesetzt, weil es war sehr viel Platz. Dann gab es ja so ein nasses Handtuch und für Unterhaltung war auch für das kleine Monster gesorgt. Es war wirklich leer vorne, wirklich komplett, aber das war schön, weil ich konnte es genießen und wir waren unterwegs mit Turkish Airlines. Hashtag keine Werbung, aber irgendwie auch schon. Ja, und dann waren wir eigentlich schon in Istanbul am Flughafen, aber dazu jetzt mehr.
Leute, also sorry, aber wir sind schon da. Also wir sind schon auf Bali. Oder auch nicht. Leute, wir sind jetzt in Istanbul gelandet. Und wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt in diesem Zimmer bin, erkläre ich euch jetzt sofort. Wir haben ein ganz kleines Zimmer hier. Den Rest zeige ich hier am besten gar nicht. Und ich wollte mal zeigen, wie viele Stunden wir jetzt unterwegs sind. Wir sind jetzt schon knapp über 6 Stunden unterwegs. Und mir geht's gut. Es ist ein bisschen warm hier am Flughafen. Wir sind am großen Istanbul-Flughafen, an dem neuen. Wirklich für mich der schönste Flughafen, den ich bisher gesehen habe. Was mache ich jetzt hier? Also, wir haben jetzt über 6 Stunden auf. Und ja, ihr habt das mitbekommen. Komm, ich habe viel gegessen und weil wir in der Business Class fliegen und... Gleich geht's, also später geht's damit auch weiter. Dann haben wir noch einen 12,5-Stunden Flug. Wird hoffentlich ganz gut. Das Gute war, die Kleine war jetzt die ganze Zeit am Schlafen. Das war toll. Und hier kann man halt genügend spielen, was essen, was für mich wichtig ist. Und wir können uns hier, und darauf haben wir Anspruch. Wir haben jetzt Anspruch auf 2 Zimmer, wo wir uns jetzt ausruhen können. Ist eigentlich ganz gut, ne? Ich glaube, schlafen werden wir nicht, weil das werden wir auf dem Flug. Weil da kann man auch, also wir können uns so ein Bett machen und so. Weird Flex, ich weiß. Okay, was aber sehr, sehr cool ist, das zeige ich euch jetzt. Wir haben auch sozusagen jedes Zimmer, jede Suite hat auch ein Badezimmer. Und ich bin einfach neidisch. Es tut mir leid, wenn ich das sehe, also sorry, das ist besser als bei mir zu Hause. Was soll das denn? So, also es ist ganz cool. Ich versuche auch ein bisschen was von der Lounge zu zeigen. Also in dieser Turkish Airlines Lounge. Hashtag keine Werbung. Aber wir sind jetzt hier und da kann man umsonst essen und trinken. Und ja, warum? Also, weil wir bezahlt haben. Ganz einfach. Fertig. So. Aber jetzt wollte ich Folgendes zeigen. Also zieht euch das mal rein. Ja, also ich sage, dieses Badezimmer, diese Dusche ist einfach besser als bei mir zu Hause und auch definitiv größer. Also ich könnte jetzt hier duschen, wenn ich will, aber ich glaube, brauche ich eigentlich nicht. Aber wenn ich die Dusche hier sehe, also guck mal, wie schön das ist, Mann. Jetzt bin ich auch zu Hause. Aber gut, ich bin ein paar Stunden hier, aber auf dem Rückflug auch wieder. Let's go. Ja, gut, dann gehen wir mal in die Lounge, weil da gibt es ein paar coole Sachen. Ich habe gehört, man kann auch Golf spielen. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber wenn man schon mal hier ist. Wieso nicht, ne? Und ich habe ja was gegessen. Und werde ich wieder machen. Let's go. Let's go. Zieht euch das mal rein. Also ich finde den Flughafen richtig schön, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr. Ist gerade nicht so voll, aber es sind auch keine Ferien oder so. Also hier in diesem Lounge-Bereich kann man halt Verschiedenes machen. Es gibt sogar mal kein Golf spielen. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber werde ich wahrscheinlich machen. Ich glaube, Virtual Reality gibt es mittlerweile auch. Ich weiß nicht, ob ich das hier finden werde. Ich versuche es gleich mal zu finden. Also das, was ihr auf jeden Fall sehen wollt, ist, was man essen kann. Also ich sag, wie es ist. Danja, Lena, Tom. Es schmeckt gut. Ist für alles was dabei. Und es schmeckt. Und ich habe schon ein bisschen gegessen. Und ich glaube, ich werde gleich nochmal essen. Aber ja, so ist es. Also wir sind jetzt am Istanbuler Flughafen und ich glaube, kurz vor 2 Uhr nachts geht es dann weiter. 12,5 Stunden dann. Ja, und da folgt dann wahrscheinlich wieder ein schönes Voice-Over von dem, was ich esse. Ich werde wahrscheinlich viel schlafen, je nachdem, ob wir das können. Ja, so sieht's aus. Aber bisher sind wir knapp 6,5 Stunden unterwegs. Es ist okay. Und das war jetzt erstmal ein Viertel ungefähr. Also ungefähr, es sind nicht ganz 24 Stunden, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, let's go. Was gibt es noch hier Schönes? Überall verteilt kann man sich diese Getränke hier einsammeln und es ist wirklich umsonst. Und normalerweise wisst ihr, ich würde jetzt was Ungesundes nehmen, aber ich nehme jetzt mal nur ein Wasser. Ja, also, okay, ich nehme doch kein Wasser, ich nehme Sprite. Hier haben wir mal schön Gözleme. Richtig lecker, sage ich euch. Für alle, die es kennen, sehr, sehr lecker. Okay, also hier ist es auch sehr, sehr schön. Aber ich weiß nicht, also es ist mir ein bisschen zu ruhig hier. Ja gut, ist schon gut, aber ich glaube, ich bin hier nicht so willkommen, weil ich einfach ein bisschen zu laut bin. Kuchen. Simit. So eine Oldschool Popcorn-Maschine gibt es hier auch noch. Ist es notwendig? Ist es nicht. Ist es schön? Ja, ist es cool? Es ist sehr cool. Und werde ich mir was davon nehmen? Definitiv. Och nö, ist das deren Ernst? Wie, und ich darf mir das einfach nehmen? Okay, alles klar. Oh Leute, das ist so hausgemachte Limonade. Und die ist meistens übertrieben süß. Und natürlich werde ich mir jetzt so eine holen. Also wir holen uns hier Limone. Ja, ein bisschen daneben ist okay. Ich sag, wie es ist. Beste. Okay, Leute. Geschmackstest. Sehr süß, sehr gut. Genau nach meinem Geschmack. Also, Leute, wir werden jetzt noch ein bisschen hier bleiben. Also, diesen Golfsimulator und so, den habe ich jetzt hier nicht gefunden. Aber es geht da hinten, geht es auch noch weiter. Also, ihr seht, der Flughafen ist riesig. Vielleicht schaffe ich es noch, ich weiß es nicht. Sonst nehme ich es mit dem Handy auf. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Das ist nicht von mir. Ich schwöre, das ist nicht von mir. Ich schwöre es. Das ist jetzt mein Ernst. Also ich habe mich einfach nur hier hingesetzt, weil die Aussicht so schön ist. Aber diese Limonade. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal aufs Zimmer, weil da ist es schön kühl. Dann ruhe ich mich ein bisschen aus und schau mal, was meine Monster so machen. Ja. Ich glaube, das mache ich. Bis gleich. Also ich melde mich auf jeden Fall nochmal vorm Flug. Und dann ja, hört ihr mich auf dem Flug und seht ihr mich wahrscheinlich auch. Let's go!
Ich weiß nicht wieso, aber das sieht so schön aus. Also ich weiß schon, warum das so schön aussieht. Aber es ist wirklich wunderschön. Daniel, was hast du dazu? Okay, Leute, ich ruhe mich jetzt noch ein bisschen aus und dann geht es zum Flug Nummer 2 auf Bali oder nach Bali und das wird spannend. Das wird sehr, sehr spannend, aber es wird cool und so, ich ruhe mich jetzt noch ein bisschen aus oder wir ruhen uns jetzt noch ein bisschen aus und dann sehen wir uns später. So, warum sage ich das ständig? Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, und dann geht's weiter. Mal gucken, bei welcher Stunde wir dann angekommen sind. Let's go, ich ruhe mich jetzt erstmal ein bisschen aus. Bali! Ja, ich wollte mal was Gutes tun und ich habe ein paar Rosen jetzt hier gekauft für die ganze Lounge und ja, also ich wollte einfach mal was Gutes tun. Ja, okay, der war echt schlecht. Der war wirklich schlecht. Okay, wir haben uns doch jetzt noch entschieden, ein bisschen hier im Flughafen rumzulaufen. Das machen wir jetzt. Ganz klassisch Duty Free, was sonst? Call of Duty umsonst? Wie jetzt? Okay, es ist nur Duty Free, nicht Call of Duty Free, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also wir haben uns jetzt doch entschieden, ein bisschen im Flughafen rumzulaufen. Das machen wir jetzt. Ich liebe diesen Flughafen. Ehrlich, ich liebe ihn einfach. Er ist so schön. Ich möchte hier bleiben. Schatz, kann ich nicht hier wohnen bleiben? Sie sagt nein. Okay. Okay, der Zoom war gerade richtig gut. Also richtig gut. So richtig professionell. Man merkt, ich vlogge eigentlich jeden Tag. Und besonders am Flughafen. Kennt ihr dieses Flughafen-Feeling? Das erlebe ich gerade. Und nonplusultra, sage ich. Nonplusultra. Okay, tatsächlich. Es gibt einen Golf-Simulator. Ich habe noch nie Golf gespielt, aber warum dann nicht hier? Und es gibt auch so Flight Experience, da schauen wir auch mal gleich mal kurz hin. Kann ich die eigentlich mitnehmen oder sind die nicht im Preis mit drin? Ich glaube nicht. Aber ich habe keine Ahnung davon, aber das sieht aber voll interessant aus. Okay, sieht es eigentlich nicht, aber ich dachte trotzdem, wenn ich schon mal hier bin, wieso nicht? Messi, 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 Messi. Ja, es gab so eine coole Champions League Experience hier und die war richtig cool und das war nur ein Ausschnitt davon. Da wollen wir mal. Gar nicht so schlimm. Alles klar? Gut. Golfen werde ich nicht. Okay, golfen brauche ich nicht. Und dann waren wir schon auf Flug Nummer 2. Das ist hier mein Platz. Schön gemütlich gemacht. Wir haben 12,5 Stunden vor uns. Und ja, also ich mache das später hier noch zum Bett. Da war noch ein weiterer Platz. So, dann gab es erstmal diese Schorle hier. Und das war das Menü. Aber ich habe es mir erstmal wirklich sehr gemütlich gemacht. Wir waren schon 11,5 Stunden unterwegs. Dann gab es noch diese Kosmetiktasche. Also wirklich sehr, sehr schön. Habe ich zwar nicht benutzt, aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Ich habe mir Interstellar angeguckt auf dem Flug. Und ja, dann war auch schon, also es war ja Nacht, hier, es wurde mir mein Bett vorbereitet, ich habe mich hingelegt und ein bisschen geschlafen, weil ich war extrem müde. Und dann hatten wir nur noch ein paar Stunden, also ein paar Stunden sind auf jeden Fall vergangen. Ich war am Schlafen, okay, ich tue so, als würde ich schlafen, aber ich habe wirklich geschlafen. Super Flug, also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Okay, Leute, dann war ich auch irgendwann mal wieder wach und ich glaube, ich habe das in der falschen Reihenfolge aufgenommen. Auf jeden Fall waren wir schon 21 Stunden unterwegs, ja. Wir hatten noch 3 Stunden Flugzeit und ich dachte mir, hey, irgendwas fehlt. Und zwar, das kommt jetzt. Wartet, ja, ich habe es mir gemütlich gemacht, wir haben es verstanden. Ich habe es verstanden, wirklich. Und draußen dachte ich, es wäre noch Nacht, aber gleich werdet ihr was sehen. Natürlich muss ich auch meine Zähne putzen und ich habe keine Ahnung, wie ich meine Kamera halten musste. So Zähne putzen, ja, musste natürlich auch sein. So, und dann war ich draußen und es war schon hell. Es war schon die ganze Zeit hell, aber auf so, auf dem Fenster waren so Filter und es wirkt, als wäre Nacht. Und ja, ich bin dumm. Ja, ich bin wirklich dumm. Also, das sieht man hier auch. Also, es war schon Tag. Also, oh, ich verstehe nicht, warum ich das nicht verstanden habe. Aber auf jeden Fall war es sehr gut. Hier dachte ich mir, ich bin hübsch, aber bin ich nicht. Auf gar keinen Fall. Sieht man hier auch nochmal. Also, ich war wirklich sehr, sehr müde. Aber der Flug war bis dahin wirklich ganz angenehm, muss man sagen. Also, ich konnte halt schlafen. Also, soll ich jetzt lügen? Ne? Natürlich ist man kaputt, weil man halt so lange schon unterwegs ist. Aber der Flug war halt absolut angenehm. War wirklich sehr, sehr schön. Und ich wusste erstmal nicht, was ich machen soll. Zwischendurch habe ich mir wieder Essen geholt. Und es ist wirklich wunderschön. Und wir haben noch eine Stunde. Und ich weiß nicht, was ich mit der Zeit machen soll. Weil einen neuen Film lohnt sich nicht. Aber dann... Leute, das ist die finale Zeit. 25 Stunden, 31 Minuten und 35 Sekunden. Wir sind gestartet in Hannover am Flughafen, dann über Istanbul und jetzt in Bali. Und ich habe die Zeit gestoppt in Bali am Flughafen. Und wir sind auch schon im Hotel. Ich werde jetzt nicht zu viel zeigen, weil es wird auch einen Vlog morgen geben. Wahrscheinlich morgen. Wie wir die ganzen Tage hier auf Bali verbracht haben. Also wirklich so 10 Tage, 11 Tage werdet ihr in einem Video sehen. Es ist wirklich sehr cooles passiert. Also dementsprechend auch
abchecken. Ich bin jetzt gerade hier an unserem Pool. Leute, es war richtig cool, also solch einen Flug mal zu erleben. Das habe ich mir immer gewünscht. Ne? Es ist wirklich so, ich wollte das dokumentieren für euch natürlich, weil es euch wahrscheinlich interessiert. Aber es war auch so ein Traum von mir und den konnte ich mir jetzt erfüllen und meiner Familie auch. Und dementsprechend danken wir euch natürlich auch dafür, weil wenn ihr unsere Videos nicht schauen würdet, dann wäre das alles nicht möglich. Also ja, ich muss sagen, danke dafür. Leute, das war's. 24 Stunden im Flugzeug und im Flughafen. Es war unglaublich. Ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Ich werde mir das Video auch, glaube ich, immer mal wieder anschauen. Und ich hoffe, das Voice-Over hat euch auch gefallen. War ein bisschen was anderes, aber das Flugzeug war halt sehr laut. Ne? Und man hätte wahrscheinlich hier und da nicht so viel mitbekommen. Let's go. So, ich werde jetzt meinen Urlaub genießen. Leute, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr so viel mit dem Flugzeug fliegen. Außer im Cabin Crew Simulator. So, ich fliege jetzt in den Pool. Tschüss.